Stille im Wald. Man sieht Herr Schulze, er deprimiert den Blick in Richtung Thea richtet, ein bisschen runterguckt zu der stark blutenden Mara und Theas Blick einmal auffängt, die wahrscheinlich kurz stocksteif da steht. Dann guckt Herr Schulze einmal in den tiefen Wald und bevor Thea sich lösen kann, irgendwie aus diesem Schock, guckt sie da auch hin, aber da steht niemand. Und dann geht Herr Schulze, dreht er sich um, schüttelt den Kopf und geht. Ich stürze sofort zu Mara und fange an zu schreien. Sehr, sehr laut. Ich versuche die Blutung zu stoppen. Ich drücke, ich bin hysterisch, hektisch und ja, schreie einfach nur. Ja, du merkst tatsächlich, da ist noch ein ganz bisschen Puls, aber es wird immer weniger in der Zeit, die du da irgendwie versuchst, das zu stoppen. Ist irgendwas, außer schreien, irgendwas mit ihr? Ich halt dann dein Kopf, dein Gesicht und murmel nur die ganze Zeit. Mara, 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 bleib bei mir. Mara, 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 Mara. Die ganze Zeit. Ich heb noch einmal kurz meine auch völlig blutverschmierte Hand und fasse dir einmal so damit ins Gesicht. Thea, ich liebe dich. Und dann fallen mir die Augen zu. Mara, 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 ich liebe dich auch, ich liebe dich auch. Bitte geh nicht, bitte geh nicht. Ich bin total außer mir. Und aber ihre Atmung stoppt. Und sie sackt zusammen und liegt da einfach nur. Wir gehen in eine andere Welt. Wenn in dem Moment, wo ich deine Hand genommen habe und dich sozusagen in eine andere Welt gezogen habe, wird dir schwarz vor Augen, Zoe? Du bist irgendwie gar nicht sicher, ob es dunkel geworden ist oder ob du in Ohnmacht fällst oder was gerade genau passiert. Und es ist so ein kurzen Moment das Gefühl, als ob die Luft zähflüssig ist und dann wird die Luft auf einmal klar und du fühlst dich leicht, als hättest du einen schweren Rucksack abgesetzt oder so, aber dir ist noch total schwindlig. Und du spürst aber, dass Lilith dich sanft festhält und dich stützt. Und wenn du dann die Augen aufmachst, dann siehst du, dass wir immer noch auf einer Lichtung sind im Wald, aber da sind nicht mehr diese Ruinen. Es sieht irgendwie anders aus und am Himmel steht kein Mond und keine Sterne. Aber es ist trotzdem so eine Art schimmerndes, glimmendes Licht überall in dieser Nacht. Du atmest ein, erstmal so vor Schreck noch ganz keuchend und du merkst auch, dass die Luft ganz klar ist, wie wenn man in den Bergen steht und so eine ganz klare, frische Luft einatmet, ganz anders als eben noch auf der Lichtung. Und es ist auch keiner außer uns beiden auf dieser neuen Waldlichtung. Du meinst, dass du eine leise Melodie von irgendwo hörst, die dir merkwürdig bekannt vorkommt, aber du kannst es auch nicht ausmachen, wo die herkommt. Und du spürst unter deinen Füßen irgendwie das Gras, als hättest du keine Schuhe an. Du guckst aber runter und siehst, dass du ganz normal deine Sneaker noch anhast. Und als du dann zu Lilith guckst, die dich festhält und die dich auch fragt, so ist alles in Ordnung. Dann siehst du, dass sie, während du so rüber guckst, hast du den Eindruck, dass sie irgendwie ein zartes Kleid trägt und dass hinter ihrem Rücken Flügel sind, so Art Libellenflügel, also dünne, durchsichtige Flügel. Aber wenn du genau hinguckst, also sobald du sie richtig fixierst, siehst du, dass sie ihre ganz normalen Kleider anhat, wie den ganzen Abend schon. Und genau, in dem Moment streicht sie dir über die Arme und fragt halt wieder, Zoe, ist alles in Ordnung? Fuck! Die Sekundisten, hast du die gesehen? Ja, ich hab uns weggebracht. Was? Wie, du hast uns weggebracht? Ja, die einzige Möglichkeit, schnell wegzukommen. Ich hatte Angst. Und weil du die Einzige bist, die mir richtig vertraut, dann konnte ich nur dich mitnehmen. Was? Nichts davon macht Sinn, Lilith. Nichts. Ja, was? Ich weiß. Wir sind hier sicher. Wir sind hier erstmal sicher. Was ist mit den anderen? Sind die anderen sicher?
Ich weiß es nicht. Ich konnte nur dich mitnehmen. Scheiße. Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich greife dein Gesicht mit meinen Händen. Ja. Fuck, Lilith. Was ist los? Ich verstehe gerade überhaupt nichts, 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 nichts. Also, was da eben passiert ist, ich habe keine Ahnung, wer das war und warum die auf einmal auf uns losgegangen sind, ob das nur irgendwie in unserem Kopf war oder ob das echt war, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann dir erklären, wo wir hier sind. Okay. Okay. Also, wir haben ja anscheinend alle irgendwelche Geheimnisse und das hier ist eine Parallelwelt. Meine Großmutter, also ich bin eine Fae. Und ich habe dich in die Welt der Fae gezogen, weil wir hier sicher sind und weil hier diese Kultisten oder was auch immer das war, nicht angreifen können. Ich greife an dir vorbei und versuche quasi dorthin zu schlagen, wo ich eben was habe gesehen, was aussieht wie Flügel. Aber ich nehme an, ich greife wahrscheinlich in die Luft da nichts. Also wenn ich versuche, es anzugreifen, ja, fasse ich wahrscheinlich nichts, oder? Ja. Was? Ja, ich weiß, das ist jetzt alles ziemlich verrückt, aber ich meine, heute haben wir auch ganz andere viele verrückte Dinge erfahren. Und ich lass uns doch, wenn wir ein Stück nach dort hinten gehen und dann wieder zurück in unsere Welt gehen, dann könnten wir sie umgehen oder wir könnten in Richtung der Schule laufen und Hilfe holen. Hilfe holen dauert zu lang. Aber Moment, würden wir an der gleichen Stelle zurückkommen? Das weiß man nie so genau. Können wir sie umgehen, dass wir in ihrem Rücken sind, hinter einer der Säulen? Sowas? Also so genau kann ich das, glaube ich, gar nicht steuern. Wir können in die Richtung gehen und versuchen, hinter sie zu gelangen, ja. Aber manchmal ist es bei diesem Übergang, das ist nicht immer an derselben Stelle. Bist du? Ich fasse dir nochmal ins Gesicht. Aber du bist schon auch ein Mensch. Also es ist jetzt, also ich meine jetzt. Ja. Was genau heißt das? Vielleicht ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich sage ein Teil von mir. In unserer Welt bin ich ein ganz normale Teenager. Mädchen. Aha. Also fast normal. Okay. Oh, ich hatte ein Messer. Habe ich das Messer noch? Ja, du. Ich würde es ja nicht fallen lassen. Also Denise meine ich, ob das so, darüber wandert. Ja, wenn sie es in der Hand... Wenn sie es in der Hand hatte? Ich glaube, ich hatte es in meinen Hosenbund gesteckt, weil ich ja letztendlich meine Beine, meine Hände an Leute gegeben hatte. Sag mal, hast du irgendwen erkannt? Also ich habe Gesichter erkannt. Die meisten, also einige kannte ich nicht, aber der Schulleiter war dabei. Was? Der Peters. Den habe ich erkannt, definitiv. Und natürlich dieser. Es gab doch alles gar keinen Sinn, wer da dabei war, oder? Dieser Typ mit dem Ziegenbart, das war natürlich klar irgendwie. Das war so, der war mir sowieso suspekt. Und die anderen, die ich nicht kannte, ich könnte sie beschreiben, aber wir müssen. Das heißt, dass der Schuld zu uns in eine Falle gelockt hat, oder? Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, er ist genauso in Gefahr wie wir oder so. Also ich hatte nicht das Gefühl, Aber die kamen doch, als wir uns da angefasst haben, diesen Kreis gebildet.
Ja. Gar nicht da, oder? Aber hör zu, ich ziehe das Messer aus meinem Hosenbund. Ich gehe so einen Schritt. Nein, was? Nein. Ich würde dir nie was tun. Bitte glaub mir, ich würde dir nie was tun. Aber wenn du uns jetzt zurückbringst, kann ich mich hiermit verteidigen. Nein, nicht viel. Ich kann euch hiermit verteidigen. Okay. Dann versuchen wir aber, wir gehen ein Stück zum anderen Ende der Lichtung, an die Bäume, damit wir hinter ihnen vielleicht sind. Okay. Während wir darüber gehen, sage ich dann noch so, was auch manchmal passiert ist, dass die Zeit ein bisschen anders verläuft. Okay, ich hoffe, es ist jetzt weniger Zeit vergangen als. Ja, ich kann es. Wir werden es sehen. Falls die da sind, falls da wirklich diese Kultisten sind. Willst du wirklich? Das waren ganz schön viele. Du kannst gegen die kämpfen. Wir müssen. Lilith, ich muss, aber hör zu. Wenn ich zu aggressiv werde, dann bitte, bleib weit weg von mir. Ich will euch nicht schon wieder wehtun. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du willst mir nichts tun. Ja, deswegen, ich will dir nichts tun. Ich weiß nicht, ob ich es... Okay, ich bleib weg. Ich habe mich nicht immer ganz unter Kontrolle. Okay, gut. Willst du mir auch was sagen? Bring uns bitte zurück. Okay. Dann gehen wir zu dem Waldrand. Das ist doch eine perfekte Welt, oder? Also so eine perfekte Sommerwaldwelt in bunt und, also nicht bunt. Also aber es ist zwar im Moment dunkel, aber ja. Dann willst du, was machst du, um euch zurückzubringen? Was denkst du einfach oder sagst du irgendeinen kurzen Spruch oder wie? Hast du eine Idee? Ich denke an den Übergang und stelle mir vor, wie ich durch ein Tor gehe und würde sie wieder an der Hand nehmen und sie mit durch dieses Tor, was so dieses Gefühl auslöst, dieser zähen Luft. In diesem Moment, wo du das Gefühl hast, oder es fällt dann Zoe gar nicht so auf, aber in diesem Moment, wo du das Gefühl hast, gleich kommt diese Luft und bringt euch zurück, siehst du, wie ein Blatt an dir vorbei nach unten segelt. Und zu deiner großen Überraschung siehst du beim Gucken, dass es sich um ein verwelktes Blatt handelt. Und dann wupp, bringt ihr aus dieser Welt wieder raus. Aber wir gehen erstmal zu den anderen beiden. Und da macht es nämlich bei Mara. Ich habe dich die ganze Zeit im Arm gehalten und auch so quasi so hin und her gebogen und bin jetzt geschockt. Also der Atem war für wie viele Sekunden ausgesetzt? Was würdest du sagen, Mara? Mehrere Minuten tatsächlich, ja. Also du warst schon wahrscheinlich in Gedanken versunken, irgendwie so ein bisschen traurig und auf einmal fährt sie hoch. Ich schaue dich an, mit weit aufgerissenen Augen. Und du hast erst den Eindruck, du siehst sowas, so einen Bruchteil von einer Sekunde Enttäuschung und dann Erleichterung. Ich dachte, du wärst tot. Ich fall dir um den Arm und fange nochmal weiter an zu schluchzen. Auch wenn es dir vermutlich wehtut, aber ich drück dich hier ganz fest und weine. Ich erwidere deine Umarmung. Es ist alles gut. Ich wollte nicht, dass du das so erfährst. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen länger unterhalten. Ich rutsche dann auch vor dir zurück so und betrachte dich aber ganz genau und taste dich dann auch ab und nehme auch meine Hand an dein Herz. Fühle ich dann deinen Herzschlag? Ja. Es ist einfach nur, dass ich so erleichtert bin. Aber die Stelle nicht mehr, ne? Es ist kein, das Blut. Ich blute nicht mehr. Genau. Der Stich ist weg, ja. Ja, dann fummel ich aber auch an deiner Kleidung und sehe das dann auch. Okay. Also...
Wo sind alle anderen? Ich gucke mich um und mir fällt jetzt erst auf, dass die anderen gar nicht da sind. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Siehst du die Erkenntnis in meinem Gesicht? Keine Ahnung. Okay, ich, oh Gott, ich wollte dir das alles ganz anders zeigen. Es tut mir leid, dass du dachtest, ich bin tot. Warst tot, Mara? Ich bin nicht das erste Mal gestorben. Genau gesagt war das jetzt das sechste? Doch, das sechste Mal, dass ich gestorben bin. Das erste Mal, ich war viel auf dem Friedhof und war dort alleine und ich hatte getrunken und ich hatte Drogen genommen, ich weiß gar nicht mehr was alles. Und ich saß da oben auf dem Kirchturm und ich dachte mir einfach, was soll der ganze Scheiß hier? Und hab einfach losgelassen und mich fallen gelassen. Und dann ist alles schwarz geworden. Und plötzlich lag ich da einfach an so einem Grab. Ich hätte mir den Kopf aufschlagen müssen, dachte ich mir. Aber da war auch Blut, aber ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte keine Verletzung. Es war einfach nichts. Und ich dachte mir, ja, okay, war das vielleicht einfach nur ein Trip? Ja, und dann habe ich es halt irgendwann später nochmal probiert. Und dann bin ich auch einfach in der Badewanne wieder aufgewacht. Es war alles rot, aber ich war nicht verletzt, es war nichts. Und dann habe ich langsam verstanden, dass ich irgendwie nicht sterben kann. Und dass ich irgendwie verflucht bin, weil ich eigentlich gar nicht mehr hier sein will. Und dann bist du gekommen plötzlich und irgendwie hast du irgendwie mir Gefühle wiedergegeben, die ich Jahre nicht kannte. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dieses Mal wieder aufgewacht zu sein. Ich nehme dein Gesicht in meine Hände. Weißt du, es ist ein Wunder. Du bist ein Wunder, Mara. Es ist kein Fluch, es ist ein Wunder. Wieso gibt man jemandem Unsterblichkeit, der gar nicht mehr hier sein will? Was für ein kosmischer Witz ist das? Ich nehme dich in den Arm und drücke dich ganz fest an mich. Ja, jetzt bist du bist nicht mehr alleine. Du bist nicht mehr alleine, okay? So, und ich wieg dich jetzt wieder in meinen Arm. Ja, ich erwidere die Umarmung und würde dir dann auch einen ganz intensiven, langen Kuss geben. Du bist ein Wunder, okay? Es ist ein Wunder, dass du da bist. Ich weine. Also mir laufen wirklich die ganzen Tränen runter. Mein ganzes Make-up verfließt komplett. Dazu halt das ganze Blut, das noch überall an mir klebt. Ja. Wir wechseln kurz. Und zwar kommen wir zu Lilith und Zoe. Zoe, wenn du, wenn ihr auftaucht, taucht ihr tatsächlich anders auf, als ihr es erwartet habt. Aber in irgendeiner Reflexbewegung fängst du ein verwelktes Blatt auf, was irgendwie vor euch runterkommt. Hast du irgendwie so, das war so ein Hupp und hältst es in der Hand, ganz verwirrt wahrscheinlich. Und dann guckt ihr beide nach vorne und ihr seid tatsächlich hinter dieser Situation. Aber ihr seid tatsächlich ein bisschen in der Zeit zurückgegangen scheinbar, denn ihr seht euch vier da stehen mit Herrn Schulze und könnt nichts hören. Es ist irgendwie so eine ganz dicke Luft und natürlich wahrscheinlich gerade Zoe will dahin stürmen und irgendwas tun, dass sie sich verändert, aber ihr könnt euch nicht bewegen. Ihr steht da fast gelähmt, könnt auch nichts sagen. Ihr seid einfach still, stumm. Still, stumm ist gut. Bewegungslos, stumm. So meine ich. Still und stumm. Ja, und dann seht ihr tatsächlich aber, wie ihr vier guckt, Herr Schulze, ganz ruhig, aber es ist niemand da. Die Luft schwirrt so ein bisschen, aber da ist niemand. Und dann werden irgendwie die Gesichter mal panischer und auf einmal, wupp, seid ihr zwei weg. Und Mara bricht zusammen mit einer blutigen Wunde, fällt hin und man sieht tatsächlich, wie Herrn Schulze da steht, erst Thea anguckt und dann genau zu der Stelle im Wald guckt, wo Lilith in deine Augen guckt. Du kannst dich nicht rühren. Er schüttelt den Kopf, als er dir in die Augen guckt.
Und dann geht er und ihr hört Thea schreien, zu Mara laufen und sie schütteln und sie ist tot und sie erschlafft. Und tatsächlich seid ihr so lange still, bis zu diesem Moment, der eben passiert ist, diese Geschichte zu Ende, und jetzt löst sich euer Bann im Grunde. Aber ihr konntet das hören, was da gesagt wurde. Aber ja. Sonst nichts. Nein, sonst nichts. Ich würde nach vorne stürmen, aber Liliths Hand greifen und sie quasi mit zerren beim nach vorne laufen. Ja. Während wir dahin stolpern, gucke ich immer wieder in diese Richtung, in die Herr Schulze gegangen ist. Da ist alles ruhig. Richtung, aber ist der gefühlt Richtung Schule zurückgegangen? Ja, nicht in die entgegengesetzte Richtung. Also ja, schon. Aber als ich euch aber anlaufen sehe, weil wir das ja dann vermutlich hören, klar. Ich habe Mara, wir halten uns so im Klammer, sind ja, total verheult und alles verschmiert, ja. Blut, Make-up, und ich drehe mich aber dann zu euch um und ihr seht auch wirklich Erleichterung, als ich euch ankommen sehe. Und dann nur so, was ist hier los? Wie geht's Mara? Was ist denn da eben passiert? Ich bin gestorben. Sie wurde umgebracht. Ja, aber da war nicht. Wir haben das. Ich habe sie vorher auch gesehen in der Vision, aber bevor ich eben beobachtet, das klingt komisch, aber die waren nicht wirklich da. Genau, da war überhaupt niemand. Irgendwie, wir haben diese komischen Kuttengestalten, die waren nicht wirklich da. Und wo wart ihr? Ihr wart plötzlich weg. Ja, es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Ich habe uns in Sicherheit gebracht. Es tut mir sehr leid, dass ich euch im Stich gelassen habe. Das war nicht meine Absicht, aber ich hatte solche Panik. In Sicherheit? Ist doch jetzt egal. Ist es das? Vielleicht. Verzeihung, du hast gerade gesagt, du bist gestorben? Ja. Guckt euch drüber. Ich zeige auf mein T-Shirt, das so voller Blut ist, über mein ganzes Gesicht und Theas Gesicht, wo ich ihr über die Wange gestreichelt habe und wahrscheinlich auch ihre Hände und ihr ganzer Oberkörper, weil sie mich ja im Arm gehalten hat. Brauchst du einen Arzt? So sollen wir dich schnell zu einem Arzt bringen? Nein, ich bin ja wieder da jetzt. Aber das ganze Blut. Ja, ich bin wieder gekommen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja. Ich auch nicht, aber wartet mal. Wir sind alle irgendwie ein bisschen, also ich meine, ich will niemanden beleidigen, aber wir sind alle irgendwie merkwürdig, oder? Das ist, glaube ich, die Untertreibung des Jahrhunderts, liebe Lilith. Ja. Aber vielleicht geht's da drum. Vielleicht, wie was? Thea, was hat er dir geschrieben mit dem Nest ausräuchern, ausmerzen? Was hatte dieser komische Typ dir nochmal geschrieben? Ich dachte, es wären die Hexen. Hier wären Hexen, aber vielleicht ist es dieser Kult, von dem ihr sprecht. Mein Handy bimmelt, ja? In dem Moment. Und wir gucken alle zu Thea. Ich mache den kurzen Einwurf, den ich dann vielleicht einblende nochmal, dass keiner ja sagen kann, dass eure Zeit, also dass euer Anfang dieses Abenteuers muss nicht zeitgleich sein mit dem Anfang des anderen Abenteuers. Ja. Das ist also völlig unabhängig voneinander da, ja. Ich lese, also wie gesagt, das Handy klingelt, ich greife es auch, ich sehe aus irgendwie schon noch ein bisschen total unter Schock, aber, und dann auch so steif, wie ich das Handy raushole und dann lese: Der ewige Kreislauf, die Brutalität, die sinnlosen Opfer, euer Eins ist eine Pest, eine Plage, Rippedler Recke, dein Andenken wird geehrt durch euren qualvollen lang tot, schlimmer noch als der von Sebastian. Eine nach dem anderen, ihr werdet nie sicher sein. Sebastian, the fuck. War Sebastian nicht auch unter den Kultisten in unserer Doch, ich, ihn, ich dachte auch, dass ich ihn da gesehen hätte. Das ist doch alles überhaupt gar nicht zusammen. Ich meine, die anderen, das die jagen uns. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die Kultisten gesehen? Weil ja, ich habe den Schulleiter dort gesehen. Ich habe Sebastian gesehen
den Kerl mit dem Ziegenbart, den du... Genau. Wir hätten den nicht entkommen lassen dürfen. Wir hätten Nein. uns nicht einmischen sollen, dass du ihn gepackt hattest. Aber Sebastian, er behauptet doch, dieser Schreiber behauptet doch, dass Sebastian tot ist. Ich meine, es passt doch alles nicht zusammen. Und ganz im Ernst, es war nur Herr Schulze hier. Und nur Herr Schulze hat das... Der muss schuld sein. Wir müssen... Warum ist Herr Schulze überhaupt weg vor allem? Warum ist er gegangen? Wann ist er gegangen? Soll ich dir sagen, was er gemacht hat? Er hat dich blutig am Boden liegen gelassen. Und ist einfach gegangen. Ich wusste doch, dass man ihm nicht vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass er dafür verantwortlich ist. Aber ich glaube, er weiß viel mehr, was hier abgeht, als... Natürlich, ja. Er weiß alles, aber er entscheidet sich dazu, nicht zu erzählen, was los ist, sondern irgendwelche absurden Spielchen zu spielen mit uns. Er hat es uns versprochen und er hat dieses Versprechen gebrochen. Den knüpfen wir uns vor. Also Alex, ja. Ich sehe das so. Sie, kann ich das so sehen? Das hatte ich dich ja letztes Mal schon gefragt, ob es die Wahrheit sein muss oder ob wie du die Wahrheit siehst. Das ist ja ein großer Unterschied bei allem, was passiert. Ja, wie ist das mit Djinns? Die legen ja auch so ein bisschen aus, wie sie die Wünsche erfüllen. Aber du hattest gesagt, es liegt an dir, genau. Ja, also. Habe ich einen Faden zu ihm? Ja. Gut. Ich greife nach dieser Tasche, die ich ja die ganze Zeit auch rumgeschleppt habe, oder meinen Rucksack, also diese Sporttasche, die ich mitgenommen habe, und mache die auf und hole da meine saubere Wechselkleidung raus, die ich ja eingepackt hatte. Und mir ist das auch, also ich ziehe einfach mein Shirt aus und ziehe das saubere Shirt drüber und auch die Hose wechsle ich und ja. Mir fällt jetzt gerade wieder mein Handy ein und Chloe. Und ich sage, wir müssen Schulze hinterher. Meine Freundin, die ist hier irgendwo. Die ist irgendwo hier draußen. Chloe war ja auch mit denen unterwegs. Und wenn Sebastian schon tot ist, vielleicht ist Chloe die Nächste. Ich rappel mich dann auch auf. Also jetzt wir müssen die Schulze hinterher. Vielleicht war dieser Ziegenbart-Typ auf der Suche nach ihr. Hat sie auch irgendwelche Fähigkeiten? Ich meine, nein. Bist du sicher? Ich meine, wir wussten auch alle voneinander nicht. Ihr kanntet euch doch alle schon und wusstet überhaupt nicht. Also. Ja. Ja, das ist nichts, was man jedem auf die Nase bindet, oder? Also aber du hast nie was Seltsames bemerkt bei ihr. Aber Chloe weiß auch von mir. Also zumindest weiß sie ein bisschen was. Sie weiß was von dir, aber hat zu sich nichts erzählt? Mm. Und wie ist es mit Mare. Silvia? Nee. Wüsste, das war ja dieses, die ist ja irgendwie diese Clique. Ja. Von Mirella. Ja. Ach, das war für mich war das so ein bisschen hirnloses Mädel. Gut, aber falls es jemand auf also ich meine, die haben es eindeutig auf Thea gesehen, sonst würdest du nicht dauernd diese Nachrichten bekommen. Ja. Die haben es auch auf Mara abgesehen, sonst wärst du jetzt nicht gerade in einer Vision, hätten sie nicht versucht, dich umzubringen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Vision war, sie war ja, mein Gott, das Blut. Das ist aber wir haben nichts gesehen. Wir haben es von außen beobachtet und es nicht gesehen. Ja, ich weiß. Aber ich meine, hast du... Wo wart ihr denn eigentlich? Wir nennen es hinter dem Schleier. Hinter dem Schleier? Ja. Vielleicht waren die ja auch hinter dem Schleier. Nein. Also, oder hinter einem anderen Schleier. Ja, das kann sein. Aber sie waren ganz sicherlich nicht in der Welt, die ich meine. Wir haben die ganze Situation zusätzlich von außen betrachtet. Lilith und ich. Und also, da war, die waren nicht hier in Person. Die haben irgendeine Möglichkeit gefunden, dich vielleicht über diese Vision anzugreifen. Und insofern ist dann der Schulze schon involviert. Weil ohne den hätten wir uns ja nicht in diese Situation begeben. Der war auch total, der war doch nicht panisch oder ängstlich oder irgendwas. Der war ruhig.
Der hat mir genau in die Augen geguckt, als er gegangen ist. Während ihr euch unterhaltet, seht ihr, wie ich die ganze Zeit still in den Wald gucke und dann anfange, auf mein Handy zu tippen. Ja, ist alles in Ordnung? Mhm. Was schreibst du zurück? Was das Ganze soll. Glaubst du wirklich? Ja. Von wo hören wir es? Kann man nicht orten, ganz leise. Also erkennen wir die Stimme? Habe ich drüber nachgedacht? Nee, tut ihr nicht. Männlich, weiblich? Weiblich. Hallo? Weiblich. Weiblich. Hallo, zurück. Laut, ja? Ja. Sorry. Ja? Wo seid ihr? Wo bist du? Wer bist du? Dauert so 2 Minuten, dann hört ihr irgend so ein Knacken im Unterholz, was auf euch zurennt. Ich richte mich auf und stelle mich vor Thea. Ich nehme aber deine Hand und stehe aber hinter dir. Wer weiß denn, dass wir hier sind? Außer Schulze. Und wer ruft nach mir und Thea? Gute Frage. Ich schaue in Richtung des Knackens im Unterholz. Ja, da kommt tatsächlich ein Mädchen rausgelaufen, sehr extrovertiert, hat die Haarspitzen lila gefärbt, sieht man jetzt im Mondschein nicht tatsächlich, aber ihr wisst es, weil ihr sie dann doch schon kennt, hat ein weißes und beiges Spitzenkleidchen an, das hat sie immer an, deswegen kennt man sie auch, wenn man dieses Kleid sieht und das Gesicht gar nicht so richtig. Das ist Shyla Billing, ja, woher kennt ihr die vielleicht? Wahrscheinlich hat sich Thea ein bisschen mehr mit denen beschäftigt. Das ist nämlich die dominanteste Leiterin der Clique, die Voodoos, die da mit panischen Augen auf diese Lichtung rennt. Oh Gott! Ich dachte, ich finde euch nie. Was machst du hier? Geht's euch gut? Ist das? Ich muss kurz. Die Hände auf die Knie. Puste kurz durch. Lebt ihr noch? Ihr lebt noch. Wieso? Was ist denn los? Ja, scheiße, ist alles aus dem Ruder gelaufen. Wisst doch, ich bin doch die Anführerin eines Hexenzirkels. Wisst ihr doch, die Voodoos, man kennt uns doch. Ja, wissen wir. Ja, komm zum Punkt. Die besten Heiltränke der Stadt und so weiter und so fort. Was habt ihr für einen schwarzen Zauber gemacht? Ich hab noch nie einen schwarzen Zauber gemacht. Ich schaue Thea an, wie sie wirkt. Aber, also im Ernst, ich dachte bis heute, diese ganze Hexerei scheiße ist. Hokus Pokus und ist einfach nur cool, das so zu tun, als wäre das so. Aber ihr habt irgendeine mächtige Scheiße gebaut. Doris hat sich Betty und Marie geschnappt. Und sie haben irgendwelche Magie. Sie haben klein angefangen und durch irgendeine Scheiße, die mit euch passiert ist, scheinen sie zu wissen, wie das geht. Sie müssen erweckt sein. Sie haben irgendwie erst etwas Kleines probiert mit irgendwie ihrem eigenen Blut. Und dann haben sie gesagt, irgendwas, dass sie so irgendwie den Weg versperren wollten mit irgendwas, weil sie so brutal war zu... Doris ist richtig wütend, sie ist panisch, sie sieht aus wie ein Wrack. Sie wurde gehauen, gezogen, fertig gemacht. Ja? Doris! Oh, Moment. Die hat dafür gesorgt, dass ich diesen scheiß Kultistenkiller nicht festhalten konnte. Was für ein Tokio Kultistenkiller? Hier sind Kultisten unterwegs, die Leute umbringen. Wollt ihr mich alle verarschen? Die Kutten! Gott, keine Ahnung, was die machen, aber die bringen Leute um. Bist du die Schulze? Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt mit Herrn Schulze? Wollt ihr mich... Herr Schulze hat uns hier in den Wald gelockt. Gott, es gibt, versteht ihr das? Es gibt echte Magie. Oh, ja. Schocker. Sie haben mir einen Blitz hinterher gejagt, als ich weg wollte. Wer, Doris? Betty und Marie? Doris und Betty und Marie. Die sind völlig durchgeknallt. Doris hat sie irgendwie
hat sie irgendwie im Griff. Ich bin immer die Leiterin gewesen. Ich bin immer die Leiterin gewesen. Was denn? Komm mal wieder runter jetzt. Ernsthaft. Thea, sind solche Anfängerhexen eine größere Gefahr als Killerkultisten? Weil, also wo sollen wir jetzt hin? Sollen wir die Leute versuchen zu finden, die die Kutten anhaben und Leute umbringen? Sollen wir Schulze suchen? Oder sollen wir uns um die kümmern? Das stimmt denn nicht. Was haben die denn genau gemacht? Die haben Zoe den Weg versperrt und die haben den Blitz hinterher gejagt. Ja, und jetzt wollen sie... Ja, und jetzt sind sie an irgendeinem Ort und wollen... Sie haben Haare von irgendjemandem von euch und jetzt wollen sie richtig böse Zauberei wirken, haben sie gesagt. Und da bin ich das weggelaufen. Müssen wir verhindern. Da das bin ist ich Zoes weggelaufen. Haare, ne? Ja, weiß Zoe. Ich nicht. Ja, Zoe vielleicht. Ja. Das müssen wir verhindern. Die haben nur dafür gesorgt, dass ich hingefallen bin an so einer scheiß Wurzel. Das ist jetzt nicht... Aber haben dass sie mit deinen Haaren machen können. Zoe. Ja, aber hier sind Kultistenkiller unterwegs. Mhm. Aber was ist, wenn diese ich mach so zu ihr, diese Küchenhexen dafür verantwortlich sind, dass diese Kultisten überhaupt aufmerksam geworden sind und genau doch das, was ich gesagt hatte, die glauben, hier ist ein Hexennest, ein Zirkel, der Magie wirkt und sie wollen jetzt einfach vielleicht alle ausrotten und diese blöden Kühe sind dafür verantwortlich, weil sie es nicht anständig gemacht haben, schrei ich sie dann an. Ich leg dir die Hand auf Spinnt doch alle! Das ist nicht den Busfahrer. Das war auch nicht, vielleicht nicht gerade unauffällig. Und ich gehe mal zu Sheila. Ich gehe mal zu Sheila und versuche, die so ein bisschen zu beruhigen. Aber Zoe, mit deinen Haaren können sie wirklich mächtige Magie wirken und dann hast du keine Chance. Wir müssen das verhindern. Das ist erstmal wichtiger. Okay, aber dann... Wo sind sie hin? Wenn wir zusammenbleiben, dann haben wir ja wenigstens nicht das Problem, dass ihr irgendwelchen Killern in die Arme laufen könntet, während wir was machen. Weil wenn die dich ja sowieso schon auf dem Kieker haben und Mara auch, dann spätestens nach der Sache, die Lilith jetzt gezogen hat, werden die auch wissen, dass Lilith irgendwas kann. Scheiße. Okay, das heißt jetzt, wir schnappen uns die Kleinen, die wahrscheinlich auch von den Killern demnächst auf Spuren genommen werden. Ganz ruhig, Sheila. Sag mal, Sheila, woher haben die denn überhaupt dieses Wissen, wenn ihr irgendwie so Liebestränke, Heiltränke und so ein Zeug gemacht habt? Wieso können die denn auf einmal sowas? Ich weiß es nicht, ich habe immer gegoogelt und mir was ausgedacht. Ein paar Duftsäckchen und irgendein Tee. Manchmal war es auch einfach die Kräutermischung 2 zusammengeschüttet. Das war doch alles nur ein Scherz. Ja, und haben die irgendwie ein Buch benutzt oder jetzt irgendwas für das, was sie gemacht haben? Ich weiß es nicht. Sie war so voller Hass. Kann Hass so etwas bewirken? Natürlich. Kann schwarze Magie einen übernehmen? Das ist doch alles ein Märchen, oder? Warum natürlich? Wer weißt du das alles? Guckt sie mich an. Genau so. Meine Augen werden auch ganz kurz mal schwarz und ich fange an, in Zungen zu reden, aber ich unterdrücke diesen Fluch, den ich ihr an den Hals setzen will. Aber ja, ich mache dann so die Faust und drücke dann auch Maras Hand und versuche mich ein bisschen zu beruhigen. Ich halte die Hand zurück fest. Sie hat nichts gemacht. Sie ist sag mal, Sheila. Ja. Warte mal, stopp mal, aber dann mach mal kurz cool bleiben. Mhm. Ist zwar keine Angst, na, vielleicht schon, dass die Situation völlig außer Kontrolle gerät, ne? Kann man schon vielleicht so in die Richtung. Auf die nächste 4. Sag doch nicht sowas. Alle? Oder, aber jetzt nicht alle? Nein. Ich habe sogar, weil ich hier eine 6 hatte, ich musste nur gerade gucken, weil ich hier so einen süßen Würfel habe. Warte, kann ich sehen? Oh, ein Weihnachtswürfel. Was ist die 6? Und dementsprechend habe ich sogar eine 12. Bei Oha! Mit einer 6 kriegst du eine 12? Ja, weil ich eine 4 auch hatte. Ach so, 2 Würfel. 4 plus 2. Okay, ja, du schaffst das.
Ich schaffe es, aber ich habe trotzdem meinen dramatischen Auftritt hingelegt, dass sie nochmal ein bisschen sich einlässt. Ja, sie sagt, macht sie wahrscheinlich tatsächlich und sackt auch auf die Knie und guckt dich so flehenden Augen an. Ja, und kommst du nicht in Frage? Guter Moment. Muss ja hier ein bisschen mein Standing als echte Hexe mal halten. Bekommt sie nicht sogar eine Frage oder sowas? Ach so, stimmt. Du kannst, also dein nächster Würfelwurf ist plus eins. Bleib cool und gewinnst einen Eindruck über die Situation. Ja, dann weißt du tatsächlich, was du ihm gesagt hast, dass es durch, wenn dann wirklich so eine, das kann, ist ganz, ganz selten, aber es gibt empfängliche Personen, wenn die wirklich so diese, die ja nichts, eigentlich hatte sie ja nichts gemacht, ne? Also sie war eigentlich unschuldig und ist da in die Situation gekommen und hasst jetzt auch wirklich und da kann es passieren, dass du irgendwelche Kräfte entwickelst. Ja. Lilith, ich wollte. Genau, wenn sie da jetzt gerade so zusammensackt, würde ich mich mal so ein bisschen an sie beugen und fragen, sag mal, Sheila, wie hast du uns überhaupt gefunden? Ich meine, wir sind hier mitten im Wald. Ich habe alles in der Schule abgesucht und sie hatte irgendwas gesagt, dass sie euch am Waldrand getroffen hatte. Stimmt doch, oder? Und da ihr nicht in der Schule wart, bin ich einfach losgerannt. Und irgendwann hat Zoe geantwortet. Oder irgendjemand von euch. Ist dir sonst begegnet? Auf dem Weg hier im Wald? Hast du irgendjemanden sonst gesehen? Ich dachte ja, aber ich habe niemanden gesehen. Aber ich dachte manchmal, ich werde verfolgt, aber ich war nicht sicher. Und du bist einfach blindlings in den Wald gelaufen. Ja, ich bin überall lang. Ich war am See, ich war am... Irgendwie war überall. Ich renne schon die ganze Weile. Deswegen bin ich auch völlig fertig, aber... Es gibt... Jetzt guckt sie, wen guckt sie jetzt an? Zoe? Nee. Thea? Nee. Lilith? Die guckt noch am nettesten wahrscheinlich von allen. Sie auch eine böse Hexe? Zeigt auf Tier. Ist ein Monster? Seid ihr alle Monster? Was hier gibt es keine los? Monster. Hör auf, eine Monster. Du bist doch die Einzige, die hier bisher immer gesagt hat, sie ist eine Hexe. Also jetzt reg dich mal. Ich hab mir so getan! Ja, ist gut. Aber wir müssen jetzt denen helfen, die hier irgendwie in Gefahr sind. Verstehst du? Und deswegen müssen wir Ruhe bewahren und einfach mal los. Wo sind die denn jetzt? Wo machen die denn ihr kleines Ritual? Weiß. Oh Gott, bist du denn überhaupt zu irgendwas gerade in der Lage? Wo könnten die das Ritual denn machen? Auf dem Friedhof? Also ich weiß nur, es sollte eigentlich so eine, es gab so eine, Gott, wie nennt man das denn? So eine Abrissparty quasi, Mirella-Fertigmach-Party irgendwie in so einer alten Hütte und die ist, glaube ich, beendet und wenn die, als sie beendet war, also, ich kann mir drei Sachen vorstellen, irgendwie. Das alte Haus hier im Wald, oder was? Ja, das könnte aber alles. Ja, das düstere Vibes oder so brauchen sie, haben sie gesagt. Das ist ja vielleicht gar nicht so der schlechteste Ort. Wir können da ja mal vorbeigucken und ob sie da irgendwie ihren Hexenkreis aufgemalt haben oder so. Okay, du läufst aber nicht mehr alleine durch den Wald. Wie gesagt, hier sind scheiß Killer unterwegs. Ja, auch wenn es mir nicht passt, aber wir müssen sie wahrscheinlich am besten mitnehmen. Wie? Wie kann sie alleine durch den Wald laufen? Ich meine, Silvia wurde ermordet. Und wer weiß, was mit Sebastian ist. Und Chloe, die ist auch hier irgendwo im Wald. Oh Gott, stimmt, wir müssen Chloe suchen. Wir haben keinen Anhaltspunkt, wo Chloe ist. Genau, ja. Wir halten die Augen offen und gehen erstmal zur Villa. Ich meine, ich schreibe ihr nochmal. Ja. Okay, aber ich lasse die dann nicht aus den Augen. Akzeptier. Habt ihr ihren Blick gesehen? Hör auf, dich jetzt so anzustellen. Komm einfach mit. Bei uns bist du wenigstens sicher. Hattest du deine blutigen Kleidung eigentlich in die Tasche getan oder liegt die da irgendwo noch rum? Okay. Ja, aber also das Ding ist halt, wir haben uns jetzt aber auch noch nicht so die Chance gehabt zu waschen. Also wenn sie uns genauer anguckt, wenn es ein bisschen mehr Licht, also Lichtverhältnisse sind ja wahrscheinlich nicht so gut. Nee, aber, der Mond war da, aber ja, das stimmt. Aber also wenn sie uns im Licht sehen würde, wären wir schon immer noch ziemlich blutig.
Ja. Aber ja, meine blutigen Sachen sind in der Tasche. So, also, los jetzt. Okay. Ja. Auf zur Hütte, ne? Also Thea, du sagst, das ist kein Bullshit, sondern wir sollten da wirklich hin? Okay. Zoe, du hast noch das Messer? Frage ich dich klar, leise? Klar, ich habe es tatsächlich immer noch in der Hand. Sehr gut. Aber ich greife dann auch an deine Schulter, Zoe, und sage dann zu dir ganz ernst und guck dir tief in die Augen, egal was sie da tun, sie dürfen es nicht vollenden. Wir können diesen Fluch nicht umkehren. Egal was sie machen, dann haben sie das getan, okay? Okay. Kein Zögern. Worauf du dich verlassen kannst. Woran sieht man denn, dass sie etwas vollenden? Also ich sag mal, was sollte ich da verhindern? Es wird ein Ritual sein. Sie haben deine Haare und werden deine Haare verwenden, um das Ritual leichter durchführen zu können. Also aber was auch immer die machen, wir müssen reinplatzen. Ja, und das verhindern. Okay, also einfach unterbrechen, was sie tun. Ja. Gut. Na dann. Wir machen uns auf den Weg. Ja. Werf nochmal so einen Blick in den Wald rundum. Ja. Ihr fällt auf, dass um dich herum und im Wald, dass doch relativ viele Blätter von den Bäumen fallen jetzt gerade. Obwohl gerade eigentlich ja noch Hochsommer ist, ja. Also relativ viele sind jetzt vielleicht so 20, 30, aber du hast dafür einen guten Blick. Und ja, da um euch herum fallen bewegte Herbstblätter vom Himmel. Ich heb mal eins auf, wenn wir an einem vorbeikommen. Mhm. Knochentrocken. Ist da irgendwas Besonderes drin? Nee, aber knochentrocken. Da ist ein ganz bisschen, so ein Hauch von Schwarz mit drin. Bisschen früh für Herbst. Hier hin und sag, kann das auch so ein Fluch sein? Nicht. Weißt du wahrscheinlich wirklich nicht. Oh. Mach mal bitte Lilith in den Abgrund blicken. Okay. Okay. Ich würfle auf düster. Düster, ja. 8. Warum mache ich das so immer? Diese Achtergefahr nervt. Okay, du ungewollt, nein, es ist ja eine Vision, auf was du nicht, der Übergang in deine Welt, der vollzieht sich für dich gerade. Du bist nicht sicher, ob das wirklich war. Eigentlich rufst du das ja hervor. Mhm. Wahrscheinlich könnte dich jemand, Oberhaupt der Feenwelt, noch herziehen in irgendeiner Weise. Das geht bestimmt auch, aber das würdest du irgendwie spüren. Aber jetzt bist du auf einmal in deiner Welt und du bist aber in deiner Welt und du siehst wirklich, die Bäume haben keine Blätter. Es ist ruhig, man hört keinerlei Tier, man hört nichts. Und du hörst aber eine Stimme, die dir bekannt vorkommt. Das ist nämlich die des Schulleiters. Und die Stimme des Schulleiters, es ist völlig außer Kontrolle geraten. Was machen wir? So kann es nicht weitergehen. Die Zukunft, die sieht wirklich düster aus. Es wird alles zusammenbrechen. Wir müssen etwas tun. Machen Sie etwas. Wir hatten noch nie so eine Situation. 1, 2 vielleicht, aber nicht so viel von überall, von außen. Und du kommst wieder zu dir und bist wieder siehst wieder das Grün der Blätter und bist wieder bei den Ja, Anreisen. Ich schnapp erstmal so total erschrocken nach Luft. Lilith? Und bleib stehen. Ist alles okay? Ja, ich bin. Also irgendwie war es gerade, als ob ich durch den Schleier gezogen wurde. Aber das
Und ich habe unseren Schulleiter reden gehört, irgendwie. Vielleicht war das so eine Vision, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall gesagt, es sei alles außer Kontrolle und er hat irgendwen gefragt, was sie jetzt tun sollen. Sie hätten sowas noch nie gehabt, vielleicht ein oder zwei, aber nicht so viele. Er steckt doch da auch mit drin. Also ja. Der muss auf jeden Fall irgendwas wissen. Wenn er zu diesen Kultisten gehört, dann reden die wahrscheinlich über Leute, die Hexen sind oder so etwas. Unser Schulleiter tötet seine eigenen Schüler. Das ist auch echt grandios. Wundervoll. Und ich sage das übrigens, uns mir völlig egal, ob Sheila das mithört übrigens. Also, die steht ja daneben und die so, die ist kurz vor der Ohnmacht. Also die geht wirklich nur noch so in Wankelschritten hinter euch her und jammert. Und ja, ihr habt ihr geschafft. Und es war mir so klar, es hätte uns so klar sein müssen, dass er da mit drinsteckt, weil welcher Schulleiter ist so inkompetent? Ja, aber gerade deshalb, weil er so ein bisschen so, ich meine, er wirkt immer so ein bisschen trottelig, oder? Mhm. Den Eindruck, dass er... Zu trottelig. Ja, auch völlig hilflos. Der hat irgendwen gefragt. Aber, ja, okay, aber... Ja, also wenn wir nochmal an die Nachricht denken, die du bekommen hast, Thea, wer könnte das sein? Ich weiß, ich habe unter den Kultisten irgendwie, da waren zwei Typen, da bin ich mir nicht sicher, wer die waren. Es waren zwei Typen noch. Wer von euch hatte gar nichts gesehen? Das warst du, Thea, ne? Oder? Thea hatte gar nichts gesehen. Ich hatte die meisten gesehen, aber natürlich die wenigsten erkannt. Ja, also ich glaube bis auf, genau, also ich weiß nicht, ob ich Tim Swabrowski, den kenne, kann ich wahrscheinlich einfach nicht zuordnen, wer das ist, deswegen, ich habe zwei Kerle gesehen, die ich nicht einordnen kann, also der eine vielleicht ist, ich glaube, der eine, den habe ich schon mal irgendwie gesehen auf der Schule, aber den anderen gar keine Ahnung. Der sah auch ein bisschen älter aus, glaube ich, also so wie der Ziegenbart-Typ, eher so Studentenalter. Mir wurde nur noch geschrieben und ich zücke wieder so das Handy und schreibe dann völlig umsonst die Hoffnung, dass wir da noch Frieden schließen können. Die wollen nur unseren Tod. Und er schreibt, sein Freund und Augenöffner wurde von euer Eins ermordet, also von unser Eins, kaltblütig durch seine eigene Hand. Keine Ahnung. Und das am Ende? Meint er insgesamt irgendwann mal oder... Oder heißt es tatsächlich, dass der, Sebastian vielleicht jetzt schon... Aber wir haben doch mit Sebastian nichts zu tun. Ja, euer Eins, aber vielleicht haben die Hexen... Ja, irgendein... Ja. Und, aber Thea, was ist das am Ende? Dir habe ich einmal vertraut? Du musst den wirklich gut kennen, oder die? Ich finde, es hört sich an wie ein Mann. Mein Freund und Augenöffner. Finde ich auch. Es klingt nach eher so... Und euer Eins und so, ja. Das ist. Fickt euch. Wetten, dass der auch nur Frauen auf dem Kieker hat. Wer hat dir einmal vertraut und hasst dich jetzt? Der Typ vom Computerclub. Stimmt. Aber ich glaube, die Nachrichten haben schon vorher angefangen. Mara, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber niemand mag mich. Insofern, diese Liste ist lang. Wer hat dir einmal vertraut und will dich jetzt umbringen? Also, das muss ja jemand sein, der dir mal nahe gestanden hat. Außerdem, Thea, das stimmt doch nicht. Du bist nicht durch Unbeliebtheit Schulsprecherin geworden, richtig. Abgesehen davon. Ich lächle da mal kurz, als ihr das sagt, aber... trink nicht durch. Ja, aber also wem standest du mal nahe? Und jetzt nicht mehr? Oder wem standest du nahe, dem du sowas zutrauen würdest? Da muss doch irgendetwas sein. Eigentlich müsste man ja meinen, man würde, wenn man jemanden kennt, sowas sehen können wie ein Fanatismus und den Wunsch, irgendwelche Hexen auszurotten. Ach, ich weiß ja nicht. Man kann den Leuten immer nur so weit, man kann den Leuten nie in den Kopf gucken. Und ich glaube, manche können das sehr, sehr... Ich meine, guckt euch nach, Peters steckt da mit drin. Wer hätte denn gedacht, dass Peters ein Kultist ist? Also ich meine, ich kenne
ihn jetzt quasi eine Woche. Aber er wirkte wie eine Menge schlimmer Dinge. Und das, was ich nicht gedacht hätte, wäre, dass er ein Kultist und das meine ich Frauenmörder ja. Inkompetent wäre. Und vielleicht ein bisschen was. Aber was ich nicht verstehe ist... Sheila? Es ist schön, Sheila, was ist los? Ist ein Bild, was ein Kultist ist. Ja. Ist dann auch seine Tochter eine Kultistin? Keine Ahnung. Die habe ich noch gar nicht gedacht. Die ist auch hier auf der Schule. Ja, und die schwimmt immer viel zu schnell. Die hat bestimmt auch irgendwelche Fähigkeiten. Was? Was ich beim Peter seltsam finde, ist, wenn er doch irgendwie zu denen dazugehört und die wissen, dass Thea eine Hexe ist, warum zur Hölle fasst er dich dann ständig an, wenn er mit dir redet? Also ich empfand eher das bei ihm problematisch, dass er Thea ständig anfasst, wenn er keinen Grund hat. Und das wirkt nicht wie jemand, der sie umbringen will. Das wirkt eher wie jemand, der was ganz anderes möchte eigentlich. Oh, aber hey, wie hieß das so schön bei manchen von diesen toxischen Schweinen, wenn sie es nicht selber haben können, dann wollen sie es lieber, dass es niemand anders hat oder so? Keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach nur Angst vor der Macht. Das sowieso, vor der Macht von Frauen sowieso. Wir laufen die ganze Zeit dabei. Ja, 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 ja. Das ist ja das ganze Incel-Problem und überhaupt auch das von welcher Religion generell, die Angst vor Frauen und unserer Macht, ja. Herr Peters hat eine Tochter hier auf der Schule. Ja, aber Mare ist in Ordnung. Sicher? Ja. Also. Ja, ich bleib stehen, halt mein Handy hoch nett. Und zeig euch das dann und sag in 10 Minuten an den Ruinen. An den Ruinen? Das heißt wieder zurück? Hey, Bullshit, nicht. Als ob wir da hingehen. Was denkt er sich? Da schreibt, er will uns töten. Ja, okay, in 10 Minuten sind wir da, lieber Herr Mörder. Klar, logisch, macht Sinn. Also mir ist das ja egal, aber wie weit sind wir jetzt von diesem anderen Ding entfernt? Ihr kennt euch ja aus. Wie lange würden wir jetzt der laufen? Ja, so richtig, ihr seid ja im tiefen Wald und also nachts, ja, ihr würdet wahrscheinlich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten laufen. Und zurück zu den Ruinen wären wir wie lange? 7, 8 Minuten. Weißt du was, Thea? Schreib ihm, wir sind völlig woanders, wir brauchen eine halbe Stunde. Dann schnappen wir uns die Hexen und danach die Scheißkultisten. Gehen wir jetzt wirklich zu, okay. Also jetzt gehen wir erstmal zu denen, die Zoes Haare haben. Ja. Mir könnte es egaler nicht sein, aber wenn Thea sagt, die müssen aufgehalten werden, dann müssen die aufgehalten werden. Nee, die könnte das nicht egaler sein. Nee. Das ist gefährlich, Zoe. Wirklich. Ich weiß immer noch nicht, was ich überhaupt glauben soll. Verzeihung, aber bis... Stand jetzt sollten wir an alles glauben. Ja, Stand gestern bestand meine Welt aus völlig normalen Leuten. Also wie ich dachte. Mhm. Stand heute gibt es Hexerei, andere Welten, Parallelwelten und Leute, die von den Toten zurückkehren. Also so viel dazu. Ich weiß gerade nicht, was... Also ihr könnt das anscheinend alles besser einschätzen. Also. Ja, und du, Zoe? Eine junge Frau, die plötzlich übermenschliche Kräfte entwickelt? Bin ich übermenschlich? Ich habe keine übermenschlichen Kräfte. Mhm. Okay, wenn du meinst. Ich habe eine Nachricht von Chloe gekriegt. Ich halte mein Handy hoch und lese. Aha. Geht's ihr gut? Oh Gott, ich glaube, sie ist bei Schulze. Ja, das ist gut, das ist heiß. Ich spüre Energieliebe und das Feuer. Ja, auch das klingt wie Schulze. Ich halte es euch so hin. Genau. Ja, ja, okay. Der Drecksack, ey. Oh. Bäh, ich kotze gleich, wenn ich das lese. Feuer könnte aber auch, hatten die nicht der Party da am See mit einem Feuer gemacht, dass sie vielleicht da ich meine, der Schulze, der schwitzt doch immer. Was?
nicht, dass es damit zusammenhängt. Ich glaube, es ist sein Feuer. Keine Ahnung. Feuer. Warte mal, ich... Oder wir hatten bei den Ruinen aber kein Feuer gemacht oder so, oder doch? Aber wenn Chloe bei den Ruinen ist und der Mörder bei den Ruinen ist, könnte er das benutzen? Bei den Ruinen waren, bei euch waren keine Fackeln, ne? Okay. Weiß ich glaube nicht mehr genau. Kerzen, Fackeln, war aber kein Feuer oder so. Okay. Hm. Okay. Hm. Moment. Warte mal. Ich, warte jetzt erstmal ab, was Zoe überlegt. Ja, ich habe einfach nur gerade das Lina und Stefan. Den kann ich ja schreiben und fragen, ob Chloe bei denen ist. Ach so. Stimmt. Weil ich nämlich dachte, den schreibe ich jetzt und fuck, wie hießen die nochmal? Okay, deswegen, ich schnappe mein Handy mal so, hey, ich schreibe mal gerade Lina, weil die war zumindest bei dieser Party am See und da, ich glaube, dass die da, vielleicht machen die ja Feuer, ich frage sie aber, ob Chloe zufällig bei ihnen ist und wenn nicht, dann ist sie wahrscheinlich beim Schulze. Ja, ist die Frage, wo er ist. Also, ich mache das alles fertig. Stört's euch, wenn ich einfach hier sitzen bleibe, bis es morgen früh ist? Nein, du bleibst auf keinen Fall alleine hier. Nee, du hast nicht... Das ist echt gefährlich. Du kannst doch nicht alleine im Wald hier sitzen bleiben. Am Ende finden wir dich nicht mehr. Guck mal, wo wir sind. Das klingt nicht sehr freundlich, wie ihr irgendwelche Rituale aufhalten wollt. Wir wollen böse Rituale aufhalten. Was ist daran nicht freundlich? Zu irgendwelchen Mördern auf der anderen Seite, Rituale auf der Seite. Bleibt ja, einfach wir wissen hier. Selber, Sheila. Wir wissen es selber. Ich meine, was denkst du? Wir haben auch genug durchgemacht diese Nacht. Ich meine, Thea und ich haben Silvias Leiche gefunden. Was denkst du, wie wir uns fühlen? Vielleicht kauft ihr einfach nächstes Mal meinen zusammengemixten Glückstee und alles ist gut. Glaub mir, Sheila. Sie kommt schon wieder so. Wenn dich das glücklich macht, kaufen wir deinen Glückstee, okay? Was ich gerade lieb? Ja. Du musst keine Angst vor ihr haben. Doch, das habe ich. Ist auch in Ordnung. Aber du musst keine Angst. Ist bestimmt ein du bist hinterhältiger... doch auch eine Hexe. Ich bin keine Hexe, wie darf ich das noch sagen? Du bist eine weiße Hexe, okay, wir haben es verstanden. Eine was? Eine weiße Hexe. Keine schwarze Hexe wie hier die anderen, Betty, Marie und Doris. Ja. Du willst nur Gutes tun. Und mach ihm auch so lieb. Und die wollen nicht Gutes tun. Ich wollte vorhin noch Bares knallen und jetzt ist sie eine Hexe. Ach, okay. Betty, ich weiß, sie sind eine Klasse niedriger als ihr. Betty, mit immer eine frische Blume im Haar, jeden Tag im Jahr. Die ist ein Hippie. Eine rauchende Hippie, die ist doch keine böse Hexe. Moment, und die sind jetzt auch bei Doris? Ja, beide. Die sind voll in ihrem Bann. Es ist ja alles außer Kontrolle. Was hat denn nur mit diesem Paris? Na komm, Paris will... Alle wollen irgendwie Paris. Du auch? Nein. Der ist so kalt. Ach so, möchte ich ein Schönling, ne? Aber die Hälfte unseres Jahrgangs... Können wir bitte das Thema wechseln? Ich wollte gerade sagen, reicht das für dich, dass es dich innerlich aufregt? Ja, natürlich regt ja, mich das. Ja, dann mach mal einen Cool-Bleiben-Wurf, bitte. Eigentlich hätte ich nur eine 6, aber da ich Rundlicht unterwegs bin, muss ich leider sagen, habe ich eine 8. Warum leider? Ist doch super. Ich glaube, sie wäre gerne ausgerastet. Also, leider für dich als Spielleiter quasi auch. Aber auch natürlich, weil Ausrasten natürlich auch. Ja, aber das bleibt ja nicht cool. Also, du bleibst nicht. Also, was würdest du tun, wenn du nicht cool bleibst? Hätte ich vorher fragen sollen. Aber was würdest du tun? Ich glaube, ich würde die Leute anschreien, dass sie aufhören sollen, über ihn zu reden. Okay. Wenn du das tun würdest, bist du auf jeden Fall sicher, dass Doris voller Angst in den Wald. Das ist nicht Doris, das ist Sheila. Sheila meinst du? Sheila, voller Angst in den Wald rennen würde. Das wäre zu viel für sie.
die wäre verloren für euch. Das heißt, entweder musst du dich jetzt einmal zurückziehen oder du machst es. Nee, dann ziehe ich mich zurück. Okay. Das Mädchen braucht, also das Mädchen ist ohne uns verloren. Okay, aber zurückziehen ist in dem Moment dann wahrscheinlich nicht einfach stehen bleiben, sondern vielleicht einfach mal ein paar Meter wegstapfen oder ich weiß nicht, wie du dich zurückziehst, aber musst einmal irgendwie kurz Abstand gewinnen für dich, wenn du das... Ja, geht mal vor, ich brauche ein bisschen Abstand. Aber du kommst sofort nach, ne? Ja. Okay. Warum darf die alleine im Wald bleiben und nicht ich? Weil die auf sich aufpassen kann, Sheila. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Gott, seid ihr alle aggressiv. Du machst mich verrückt mit deinem Gekreische. Das ist alles. Wir versuchen hier irgendwie einigermaßen unauffällig uns an das Haus ranzunähern. Bin ich unauffällig? Ich würde sie im Auge behalten. Die sind jetzt... Vielleicht denken wir, haben die noch gar nicht realisiert, dass sie mit ihrer Magie was bewirken. Könnte das nicht sein, Sheila? Oder denkst du, die wissen schon, was sie getan haben? Ich glaube, sie hören oder sie spüren die Verlockung der Macht und wissen, dass sie was tun können. Echt scheiße gelaufen mit Doris. Echt scheiße gelaufen. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie wirklich irgendwelche Kräfte hat. Gerade als sie, weil sie diese Kontaktlinsen drin hatte und naja, ich gucke mal zu Sheila, weil ihr euch ehrlich gesagt immer, naja, ich habe euch halt nie geglaubt. Sheila hat sich selbst nicht geglaubt, so wie das sich anhört. Also von dem her. Ich frage mich immer noch, wieso dieser Unbekannte uns zu den Ruinen locken will, als ob... Aber was ist? Ich bleib dann so plötzlich stehen. Du bringst mich auf eine Idee, Mara. Hm. Ich gucke aber auch so, wo Zoe ist. Sheila, pass auf. Hör zu, es tut mir leid, ja? Ich weiß, ich bin immer ein bisschen drüber. Aber pass auf. Was ist, wenn wir unsere Kräfte vereinen heute Nacht? Gegen das, was da draußen lauert. Gegen das, was uns alle ausräuchern will. Wir vereinen unsere Kräfte und wir werden ein richtig mächtiger, großer Hexenzirkel. Und wir, nicht Zoe ist diejenige, der wir was wollen, sondern die da draußen, die uns was wollen. Du meinst, ich werde eine Hexe? Eine richtige Hexe, mit einem richtigen Coven. Die echten Hexen von Schloss Salem. Wie cool klingt das denn? Voll cool! aber, mache ich da nicht auch so Sachen wie... Wir können gute Dinge tun. Wir müssen nur die beiden davon überzeugen, dass wir gute Dinge tun wollen und dass nicht wir die Feindinnen sind, sondern die da draußen. Hilfst du uns dabei? Ich kann das versuchen, ja. Ja, mach ich. Ja. Ja. Gut. Versuch's. Ja, mein Handy bimmelt und ich zieh es raus und zeige es euch. Scheiße. Frag ihn, warum wir ihm glauben sollten, dass das keine Falle ist. Ja. Oder warum du ihm glauben solltest, dass es keine Falle ist. Ein Grund. Sonst ein Grund. Ja, geben. Ich tippe es. Ich guck mal so ein bisschen in der Runde rum und hadere gerade mit mir selbst, ob ich das jetzt vor Sheila sage. Lass Thea erst mal schreiben. Ja, wir werden jetzt doch eher ein Hexenzirkel. Zoe, kommst du wieder zu uns? Also ich bin noch auf quasi Abstand und höre euch auch nicht. Also vielleicht könnte ich an eine der beiden Stellen schneller kommen als ihr und schauen, wer da ist und was da ist. Mhm. Dann,
plädiere ich dazu, dass du eher an das Haus gehst, weil ich will nicht, dass du alleine zu dieser Lichtung... Sagen wir es so, ich wäre... Okay, ich weiß natürlich nicht, was derjenige wirklich kann und wie stark er mich beeinflussen könnte. Aber ich wäre erstmal außer Reichweite. Ich wäre in der Luft. Okay. Wäre mir trotzdem nicht wohl. Nicht alleine. Ja, aber nur alleine kann ich halt schnell sein. Also es wäre halt die Möglichkeit, irgendwo nachzuschauen und dann zu sagen, ja, da ist das und das oder da ist nichts. Oder? Dann geh lieber zum Haus, würde ich sagen. Aber am Haus, ach so. Das ist auch noch die weitere Strecke. Also wir wissen ja auch nicht, dass die am Haus sind, oder? Eben, wir vermuten ja. Müssen. Genau, das ist nämlich auch noch die weitere Strecke, glaube ich, ab jetzt. Oder wir sind jetzt wahrscheinlich ziemlich in der Hälfte. Aber das könnte uns viel die Zeit dann halt schon sparen, wenn da nichts ist. Und dann könnten wir immer noch umdrehen. Und in die Falle laufen oder was auch immer. Okay. Okay. Gut, ich sehe, ich würde die ja wahrscheinlich wiederfinden, weil sie durch den Wald laufen mit Licht, ne? Nee, ich glaube nicht, dass ihr Licht habt, um ehrlich zu sein. Das Handy-Taschenlampen? Handy-Taschenlampen. Ja, aber Akkus neigen sich dem Ende, ne? Ach, ist das so? Ja, ganze Nacht. Na dann. Ich glaube, mit Taschenlampe im Wald die Nacht. Also ich hatte eine echte Taschenlampe so. Dabei. Ja, dann. Hatte ich ja im Zimmer eingepackt. Das machen wir das sparsam. Rotieren wir mit den Handys rum wahrscheinlich. Wer Licht macht. Dann, ich gucke mal zu Zoe zurück. Ich würde gerade wieder zu euch aufschließen. Mhm. Okay. Dann Lilith, Chloe ist nicht bei Lina bei irgendeiner Party dabei. Shit. Ein Grund mehr, sie zu suchen. Gut, wer will meine Taschenlampe nehmen? Ich nehme die dann. Okay. Ich gehe mal gucken. Wo gehst du hin? Ich gehe mal schneller vor zum Haus. Also ich fliege. Ist das sicher? Naja, ich bin ja immerhin in der Luft. Okay. Sollen wir hier warten oder sollen wir weiter? Nein, ihr geht. Ich würde eigentlich sagen, ihr geht weiter in die Richtung. Mhm. Und ich komme euch entgegen und sehe euch hoffentlich durch das Licht. Du schreibst uns auf jeden Fall, wenn du da bist, sofort, was du siehst. Alles klar. Okay. Pass auf dich auf. Dann gehe ich einfach ein paar Schritte von den anderen weg und ihr seht, dass so wie so ein kurzer Schatten über mich läuft und meine normalen Kleider irgendwie ihr nicht mehr seht und mich halt in so einem Kleid mit Flügeln seht. Und dann fangen die an zu vibrieren und ich... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Du ein weirder Tag. Verdammt. Schon ziemlich cool. Ja, und fliege zu dem Haus. Aber ihr anderen geht weiter in diese Richtung. Ja, ne? Ja. Wir warten ja auch immer noch auf die Antwort von Unbekannt, warum wir ihm glauben sollten. Ich würde mich dann aber auch ein bisschen zu Zoe zurückfallen lassen, so dass es Sheila nicht hört. Und raun dir dann zu. Wir haben jetzt Sheila so weit, dass wir erstmal versuchen, die beiden Möchtegern-Hexen davon abzuhalten. Also wir wollen erstmal reden, okay? Mhm. Vielleicht hältst du dich besser im Hintergrund, wenn das scheitert, dass du dann zuschlagen kannst. Also, dass sie besser mich gar nicht erst sehen, meinst du? Ja. Okay, alles klar, dann, wenn das im Haus ist und ihr reingehen solltet, bleibe ich einfach draußen und pass auf. Und bitte, ihr ruft sofort um Hilfe, wenn ihr es nämlich braucht. Okay, du fliegst vor. Und genau, mit dem Sound. Ja. Genau, mit diesem Hubstauber. Ja.
flapp, 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 flapp. Ja. Und du siehst schon auf Entfernung, das ist Entfernung, relativ, dass in diesem Haus einige oder sehr, sehr viele Kerzen brennen. War natürlich aber auch diese Party in irgendeiner Weise, deswegen scheinen auch oben noch irgendwelche Lichter an zu sein. Und was du noch siehst, ist, dass da vor der Tür liegt halb jemand, Kopf oben und setzt gerade eine Flasche an. Ist aber dunkel, da ist irgendjemand, der trinkt, aber da müsstest du näher ran, um ihn zu erkennen. Also wenn ich da draußen sehe, dann werde ich auf jeden Fall darauf achten, dass mich niemand sieht. Und im Haus siehst du auch schon Bewegung, aber unten. Nicht im obersten Stockwerk, sondern unten. Okay. Aber es sind durch dieses Kerzenlicht kann man halt nicht auf weite Entfernung da reingucken. Das reicht nicht. Auch da müsstest du im Grunde ans Fenster. Ich würde erstmal außer Sichtweite irgendwo landen. Kannst du natürlich. Und dann versuchen, ein bisschen näher ranzuschleichen, um denjenigen, der da mit einer Flasche ist, der scheint mir scheint mir harmlos, dass ich zumindest mal erkenne, wer das ist. Ja, Alexander ist das. Oh. Ich gehe hin. Also ich sehe jetzt wieder normal aus. Naja. What the fuck? Hallo Alex. So für den ganzen Abend Vote Mirella. Schon eine heiße Frau. Um noch meine ganzen Künste zu zeigen. Aber die drei da drin haben gesagt, fick dich ins Knie. Geht das nicht. Hörst du bestimmt nicht oft, Alex. Nee. Aber, ja. Ich setze mich so neben ihn kurz. Also, und wer sind denn die drei da drin? Wer hat dich denn so hart abblitzen lassen? Weißt du, dass das das Allerschlimmste ist in der Sache? Also wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Betty. Läuft immer Gras bei mir. Sagt sie, kick dir ins Knie. Und weißt du, was das noch Schlimmere ist? Selbst Elena hat gesagt, sie geht jetzt erstmal. Eine ganze Nacht auf mich aufgepasst. Und sie hat gesagt, jetzt ist Schluss, Alexander. Und Doris da drin? Wenn ich das Mirella erzähle, die wird richtig sauer sein auf Mirella. Wie heißt sie? Doris ist da drin. Mhm. Aber weißt du was? Näckchen? Die ist bekloppt. Ja. Die hatte irgendwie einen Buschel Haare in den Händen und hat irgendwie ganz wirres Zeug geredet. Irgendwas stimmt hier nicht. Weißt du was? Fragst du mal nicht weiter. Ich soll nicht weiter fragen. Nee, nicht weiter verraten. Also? Ich hatte in den letzten Stunden manchmal das Gefühl, bei all ihrer bekannten Kaltheit, ich glaube, Mirella hat irgendwas Gutes in sich. Also sie ist immer gut zu uns, aber sie hat so Vibes gehabt, die waren ganz komisch. Ja. Was machst du hier ganz alleine mitten in der Nacht? Nach dem ganzen Blut und Mord und Nicht-Blut. Was? Blut? Na, eben nicht. Also ich habe den anderen dreien so während wir reden eine Nachricht gestippt auf dem Handy, so halb ohne hinzugucken. Ich beschleunige meine Schritte. Ja, mich auch. Ach, ich bin auch da auf der Feier gewesen und hatte aber noch keine Lust, zurück in die Schule zu Welche gehen. Welche Feier? Na, da am See. Am See war auch eine Feier. Ja.
Hier war irgendwann eine Feier. Ich wollte ihnen eigentlich auf die Fresse geben, weil die Mirella fertig machen wollten, aber es war keiner mehr da. Ach, hier war diese Anti-Mirella-Party, oder wie? Ja. Wer hat die denn organisiert? Das weiß ich nicht, aber es waren ganz schön viele da, habe ich gehört. Aber wer ist noch? Sag mal, was hast du da eigentlich wieder Stoff? Bitte. Geht auf was dich. Was hält er mir denn dahin? Koks. 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 Okay. Geht auf dich. Lass das nicht Mara sehen, ey. Geht auf dich. Los. Auf mich, nicht ja. Auf dich. Auf oh, mich, jetzt guckt er auch das Tütchen an. Mhm. Falsche Tasche. Jetzt holt er das Gras raus. Entschuldigung. Ja, danke. Aber du warst doch völlig abgebrannt. Ich habe kleine Nachlieferungen gekriegt. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Darf ich jetzt endlich schlafen oder wollen wir noch flicken? Ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass du das heute okay. Noch... Okay. Er dreht sich zur Seite und fängt selig an, auf dieser Vortreppe zu schlafen. Ihr anderen kommt am Haus an. Hey. Sorry, ich bin gerade von der Nachricht parken. Ja. Ich bin sehr abgelenkt. Ich würd dann aber vorsichtig auch an ein Fenster rangehen, um erstmal reinzugucken. Mhm. Mach du das mal bitte als... wo ist es denn hier? Als... du kannst gleich, aber kannst schon mal abhauen. Ich abhauen? Ja, ich würde das so als ein... und von Zoe hätte ich jetzt gerne gewusst, was ihre Reaktion wäre und ob sie, diesmal lasse ich dir die Wahl, ob du überhaupt cool bleiben würfeln möchtest oder ob das gleich einfach passieren soll, was bei dir, ob du deine Reaktion ausleben möchtest, weil es zum Charakter passt. Ich hab eine 10. Ah, sehr gut. Du hast Zeit, während sie da reinguckt, dir das zu überlegen. Du schleichst dann diese... Ich wollte nur sagen, ich bleib an Thea dran. So. Dann mach auch mal bitte diesen Wurf. Ach, was war das denn? Guck mal. Gerade geschafft, da kommt immer rein. Tut mir leid. Auf Abhauen. Auf Abhauen. Das ist aufreizbar. Okay. Ja, es tut mir leid. Das sind 2. Okay. Tut mir sehr leid. Okay, pass auf. Was genau versucht ihr gerade zu machen? Die beiden schleichen gerade ans Fenster und wollen meinst da einmal schon reingucken. Und die Nachricht würde ungefähr dann gleich, also würde in dem Moment, kommt sie jetzt auch gleich bei dir an. Ja, oder jetzt, ja. Ist sie ja schon da. Ihr guckt durchs Fenster und tatsächlich sitzen die da in so einem Halbkreis. Es sind um sie herum Kerzen, es ist irgendwas so Weißes auf dem Boden. Ihr merkt auch, dass an dem Fenster irgendwie was Weißes so als Linie gebildet ist. Und sie murmeln eine Sprache oder Doris murmelt eine Sprache, die kommt Thea sofort bekannt vor, die dunkle Sprache tatsächlich. Und sie haben so ein kleines, ja, was ist das, ein Kocher oder irgendwie ein Feuer da an. Und die beiden anderen werfen da irgendwelche Kräuter rein. Und du siehst schon, dass Doris, die Haare liegen vor Doris, aber sie benutzt sie noch nicht. Und die machen da im Grunde ein Ritual. Ja. Das würdest du sehen. Okay, pass auf. Das wäre wahrscheinlich für Thea der Moment, wo du sagst, okay, du hast erstmal gesehen, was du sehen möchtest. Ne? Dann drehst du dich um und Mara guckt und sieht dann so aus einem Moment Augenwinkel, wie Doris die Haare in die Hand nimmt. Und das ist irgendwie der Moment, wo dir irgendwas laut entfährt, was du nicht sagen möchtest. Nicht! Ich weiß nicht, ja, ich bin ja, so ein Schreck dadurch, ja, genau. So dass sie die anfangen. Ja. Und ich weiß ja, ich habe ja das schon zumindest einmal gesehen mit dem Ritual. Und genau, und Thea ist tatsächlich schon am Fenster vorbei, die sieht man nicht mehr. Und du hast ihre Hand noch so irgendwie in der Hand, aber bist noch im Fenster. Und alle drei gucken dich an.
Und warte, und jetzt kommen wir zu... Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, ja. Weil ich gerade innerlich schon am Brodeln war und gedacht habe, ich muss hier weg von den anderen, weil sonst werde ich mich nicht hier brav draußen zurückhalten können. Und in dem Moment brüllt sie nicht und ich denke, okay, das ist wohl mein Kommando und renne einfach rein ins Haus. Oh, schön. Okay. Beziehungsweise, wie hoch ist dieses Fenster? Könnte ich da durchspringen? Auf jeden Fall kannst du da durchspringen. Dann springe ich einfach durch dieses Fenster durch. Okay. Okay. Ich starre dir nach. Ja, ich stehe auch so an Mara geklammert, erschrocken, als sie an uns vorbeispringt. Ja, stimmt. Direkt an Mara vorbei ja auch. Du musst dich fürchterlich erschrecken, du hast sie ja gar nicht gesehen. Sie kommt ja von hinten an dir vorbeigesprungen. Das Fenster splittert. Ach, das war zu. Ich glaube, das ist tatsächlich dir in dem Moment egal. Ja. Ja, also... ich weiß nicht, willst du direkt das Dunkle selbst getriggert haben? Ja, oder? Ja, bitte. In dem Fall ist das, hätte ich dir gerade gleich auch noch gesagt. Ja, finde ich jetzt passend in der Kombination dieser zwei Dinge, dass ich mich wirklich gerade über die Nachricht aufgeregt habe. Und ja, müssen wir auch, glaube ich, nichts. Ja. Ja. Okay, Lilith, sie läuft los, springt da rein. Was möchtest du tun? Ich weiß ja ungefähr, ich kenne mich ja in der Villa ganz gut aus. Total. Und würde sozusagen einen anderen Weg reinnehmen, also durch die Haustür und die beiden anderen halt auch so, kommt mit! Okay, Lilith rennt auf die Tür zu. Thea. Genau. Ja. Was machst du, die eigentlich überhaupt nichts mitgekriegt hat, außer zwei Schreien? Nee, wenn Lilith sagt, kommt mit, dann folge ich ihr. Mara? Ich glaube, Mara wäre, ob die jetzt Reflex, ich glaube, sie wäre nicht reflexartig genug hinter Zoe hergesprungen. Sie wäre wahrscheinlich, hat schockiert zu Thea geguckt, weil ihr der Schrei entfahren ist. Dann ist Zoe durchs Fenster gesprungen und wird sich wahrscheinlich einfach mitziehen lassen, wenn Lilith jetzt hier die Führung übernimmt und uns zu einem anderen Eingang reinschleust. Ja, wird sie einfach an Thea dranbleiben. Okay, dann kommen wir zu Zoe. Die springen erschrocken, mir fällt jetzt ihr. Betty fällt eher um vor Schreck. Doris springt halb auf, ist aber irgendwie nur so im Hochkommen, als du da rein springst. Und Marie ist völlig erstarrt. Was tust du? Sehe ich, wer meine Haare in der Hand hat. Also wer hat ein Haarbüschel in der Hand? Ja, Doris hat das so gerade in der Hand, ja. Okay, ich springe auf sie zu, packe sie am Handgelenk und ziehe sie quasi an ihrem eigenen Handgelenk hoch. Mhm. Da du ja sehr stark bist, mach es mal bitte als Austeilen. Mhm. Alles andere ist, glaube ich, unlogisch. Ja, ist körperlich. Ja, reizbar. Ja. Okay. Danke, dann muss ich jetzt nicht mehr. Nur eine 6 gewürfelt. Ich habe echt schlecht gewürfelt. Ich könnte theoretisch den Faden, den ich zu Doris habe, seitdem ich sie das letzte Mal verletzt habe, ziehen. Mm-mm. Hättest du vorher machen müssen. Hätte ich vorher machen müssen, okay. Auf den nächsten Wurf, ja. Ah, okay, gut. Alles klar, dann ist es, dann ist es nur eine 6. Dann ist es eine 6. Mhm. Sie erschrickt sich fürchterlich, dass du da auf sie zukommst, willst sie packen, aber sah sie irgendwie so völlig außer... erschrocken ist, gelingt dir das nur so halb und ihr gelingt diese, du siehst diesen einen klaren Gedanken in ihrem Augen, die schon wieder. Und irgendwie mit der anderen Hand nimmt sie einen Teil deiner Haare und das ist der Moment, wo die anderen auch reinkommen und wirft das in diesen Topf, der da steht, hinein. Ah, shit.
Scheiße. Also er, ja. Ich versuche sie auch wegzutackeln. Also ich würde den Topf umschmeißen wollen. Ja, ich würde halt alles, also ich würde sie umtackeln, okay. Dabei möglichst viele Kerzen noch umschmeißen. Keine Ahnung. Einfach Chaos anrichten. Ja, dann mach Mara auch austeilen, bitte. Das kann ich ja so gut. Zoe braucht dafür nichts, Lilith braucht dafür nichts tatsächlich. Eine 10. Ja, okay. Dann fügst du ihr Schaden zu. Also das wird echt so ein dieser Schulter-Tackle. Und sie wird kurzzeitig gestoppt. Das ist auch gut. Und was macht Thea? Ich versuche die Situation erstmal zu erfassen. Chaos. Das ist in dem Fall, weil du weißt, es wird ein Ritual gewirkt, gehen wir auf cool bleiben tatsächlich? Mhm. Oder? Sonst kannst du, ich würde sonst auch wirklich in den Abgrund blicken. Ja, also kannst du natürlich auch. Ich würde sonst meine ganze Magie, die ich gerade habe, so an mich ziehen, um hier irgendwie sonst zu checken, was hier magisch abgeht. Ja, okay, abgeht. Dann, um die Situation zu verstehen, in den Abgrund blicken. Und Zoe, du siehst das Ganze natürlich und du siehst tatsächlich, dass deine Haare da in diesem Topf landen und das, was du eigentlich vielleicht verhindern wolltest, weißt du nicht. Und deine Wut steigert sich wahrscheinlich nochmal. Oh ja, ja. Also ich meine, blöderweise steht sie jetzt gerade nicht mehr vor mir. Nee, genau. Sie wird weggetackelt, genau. Aber blöderweise kann ja auch spannende neue Situationen bringen. Hier. Ja, also ich will auf jeden Fall an Doris ran. Okay. Ich habe eine 8 übrigens. Wie du sehr hat Mara sie jetzt, also Mara hat sie umgetackelt oder liegt Mara auf ihr drauf? Umgetackelt erstmal. Der Rest kommt gleich, aber ja, Doris japst nach Luft. Vielleicht hört man auch eine Rippe brechen, weil er wirklich mit der Schulter rein. Und genau, warte, aber dann mach mal, was du machen möchtest. Dann habe ich ein bisschen Zeit für Thea zu kommen. Genau, dann würde ich quasi an Mara vorbeispringen, mit beiden Händen Doris packen und nach oben ziehen und durch den Raum werfen. Mal nochmal austeilen. Achso, und da werde ich jetzt den Faden, den ich schon zu Doris habe, nutzen, um 1+1 zum Sekunde plus 1 zum nächsten Wurf gegen sie, genau. Also nicht gegen den, für den Schaden, sondern nur fürs Treffen. Neun. Das ist, ich weiß nicht, warum ich so schlecht würfle. Ach doch, okay. Aber, okay, pass auf. Kannst du dir angucken, was du von den Alternativen machen möchtest? Ja. Pass auf, Thea. Du siehst tatsächlich eine Version der Schule, oder du bist in der Schule und du siehst, es ist warm, es muss Sommer sein, aber du siehst Schüler, und das verwirrt dich total, gerade wie du da irgendwie alle so 3-4 Jahre älter irgendwie. Das heißt, eigentlich könntet ihr gar nicht, das ist ein Klassentreffen, auf dem du bist, du weißt das nicht. Aber um dich herum, wenn du rausguckst aus dem Fenster und du weißt doch gar nicht, in welchem Klassenraum du bist, dann siehst du überall, die Bäume haben keine Blätter, der ganze Rasen, der ist verdorrt und verfault und auf einem Lehrerpult, oder, ja, vielleicht auch die Aula, da ist die steht ein Blumenstrauß völlig verdorrt und alle sind so irgendwie schlecht gelaunt und ganz mies drauf. Und dann ist da aber Zoe in diesem Raum. Und Zoe lächelt, ist ganz friedlich. Du spürst in ihr eine innere Harmonie. Sie erzählt allen irgendwie, sie ist ganz, ja, sie möchte, du siehst, wie sie da gerade zu ihm hingeht und sagt, guck mal, hast du schon gesehen, der wirft dir so einen schönen Blick zu und sie wirkt so ganz, ja, sie wirkt friedet, geläutet und du spürst um sie aber so eine kleine magische Aura in all dieser Deprimiertheit. Steht sie da? Mhm.
Okay. Zoe, was ist die Mission, die wir je hatten? Komisch. Zoe, was möchtest du machen von den drei Möglichkeiten? Sie soll etwas über meine wahre Natur erfahren und einen Faden zu mir knüpfen. Mhm. Also das heißt, ich werfe sie. Ja. Ich glaube, es ist sogar schon der zweite, den sie zu dir hat. Wenn sie schon einen zu mir hatte, den sie nicht gezogen hat. Okay. Das musst du ja wissen. Also. Ja. Ja, das heißt, du schmetterst sie gegen die Wand. Sie stößt sich den Kopf. Sie fässt sich so ein bisschen an und blutet ein bisschen. Jetzt springen aber auch die anderen zwei auf. Scheiße! Lilith. Du schießt diesen Topf um irgendwie, das spritzt durch die Gegend alles. Das war aber eben, was machst du jetzt? Du siehst Betty, die dich anguckt. Panisch, aber auch wütend. Also, sie hatte recht. Ich rufe, Scheiße, was macht ihr hier? Betty! Ich versuche, beruhigend auf sie einzugehen. Ja, okay. Ja, aber beruhigend. Ja, nein. Also, ich. Also, sag noch mal zwei Sätze mehr irgendwie. Zeit hast du. Ihr wollt doch nicht ernsthaft hier jemanden wehtun oder jemanden vernichten. So seid ihr doch gar nicht. Ihr habt Liebeszauber gemacht und habt den Leuten geholfen. Betty ist doch die Hippie-Tussi, oder? Betty, ist die was, Tussi? Die Hippie. Ja, genau. Genau. Hier, ich habe ein Joint. Kommt mal alle runter. Ihr könnt doch nicht nur, weil Doris jetzt hier durchdreht, alle mitmachen. Okay, jetzt darfst du heiß machen. Okay. Mit heiß. Ja. 10. Du siehst so ein bisschen so begreifen in ihren Augen und sie vertraut dir und ja, ist wahrscheinlich echt. Sie nickt irgendwie so, aber du merkst erstmal, du hast ihre Gefahr. Also du kannst einen Faden spinnen zu ihr natürlich. Ja, und ich mache einen Schritt auf sie zu und versuche sie halt so ein bisschen abzusondern von Boris. Mara, du tackelst sie um, sie kommt irgendwie halb wieder auf die Beine, dann kommt Zoe an und schmeißt sie gegen eine Wand. Ja, du guckst dich wahrscheinlich um, siehst irgendwie Thea, wie sie da so ein bisschen ins Leere starrt mit weißen Augen und Lilith schnappt sich Betty. Ja, und Doris kommt so langsam wieder hoch von der Wand und Marie, ja, die kannst du gerade überhaupt nicht einschätzen. Die weißt du nicht, was die machen wird, Leute? Ich schreie einmal. Hört auf! Wir sollten nicht gegeneinander kämpfen! Hier sind nicht die Feinde! Die Feinde sind da draußen und die wollen uns töten! Ja, in dem Fall wahrscheinlich sind wir auch bei. Es kann heruntermachen, es kann auch heiß machen. Ich bin so heiß, aber ja. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mit einer 2 hingekriegt habe, ey. Das hätte dir auch bei allem anderen nicht geholfen, wenn du einen, oder? Also da wärst du höchstens bei einer 6 die gewesen. Die Würfel werden jetzt ausgetauscht. Also cool bleiben, ja, ich weiß. Ja, ist halt irgendwie, was passiert denn, wenn ich heiß machen verkacke? Also vielleicht wäre auch cool bleiben richtig gewesen, weil du irgendwie da was rufst. Ja, dann wäre es aber auch nur eine aber 5. Runtermachen, dann wäre es halt eine 5 gewesen. Ja, aber runtermachen ist es halt auch nicht. Deswegen würde ich das heiß machen schon so, du willst sie auf deine Seite ziehen. Ja, hat insofern, nicht geklappt. Hat nicht geklappt, nein. Upsi. Es hört ja dem Blut in deinem Gesicht liegen. Ah, denkst du, das ist. Und eventuell auch an der Tatsache, dass du in den Raum reingekommen bist mit dem Schultertackle und dann gesagt hast, ich mal an. Marie zieht so an und gerade Thea weiß, das ist so ein aus dem billigen Ritualladen aus der nächsten Großstadt, so ein Ritualdolch, den man für 4,99 kaufen kann, aber der doch etwas spitz ist. Oh, da habe ich aber Angst. Und sie kommt auf dich zu. Doris hatte doch recht. Du bist alle Monster. Du kommst hier rein und
willst dich töten und dann ruft sie etwas von gleicher Seite. Erst alle gleich. Okay. Ja. Nicht ausflippen! Ich würde, ich akzeptiere das und würde halt so, dann komm doch! Nein, aber das Gegenteil ist sogar der Fall. Als ich dann, so als meine Augen dann wieder normal werden, sieht man mich sogar lächeln. Ich sehe da irgendwie, eigentlich sehe ich ganz, ganz entspannt aus, wie ich da so in diesem Chaos. Und ich mache nur den hier. Was? Aber so, dass es alle hören, ne? Slow clap. Genau, und ich applaudiere dann aber und ich mache dann auch wirklich so eine Geste zu Doris und sage, gute Arbeit. Das wirkt wie der Supervillain-Slow clap, aber okay. Ich glaube, das war auch die erste, ach nee, du hast schon mal gelacht, ne? Ja, die erste Lache war, aber ich glaube, mit Mara hat sie schon mal gelächelt. Ja. Aber Thea, Doris kämpft sich weiter hoch. Guck dich irgendwie sehr irrgläubig an. Das ist ja wirklich surreal, wie du da stehst in dem Ganzen. Mhm. Zoe. Ja, Doris hat jetzt meine Hand an ihrer Kehle. Okay. Was musste bei dir passieren, damit es aufhört? Wie kriegt man dich raus? Wir können bis zum nächsten Morgen warten. Vielleicht muss jemandem wehtun, der mir wirklich wichtig ist. Okay. Ja, das ist stimmt, leider, das hatten wir beim letzten Mal hast du es ja quasi automatisch direkt reingebracht, aber das wissen natürlich die anderen nicht, das weiß ich selber auch nicht. Mach nochmal austeilen, bitte. Ja. 8. Diesmal darfst du selber die Schwere des Ausgeteilten quasi entscheiden. Ja, du hebst sie. Es geht mir nicht ums Zudrücken, es geht mir ums Packen und sie daran hochheben, quasi. Ja, tatsächlich ist es so, dass du sie packst, hochhebst und sie waren wirklich schon sehr angeschlagen, sodass du gar nicht mitkriegst, aber das sieht Thea wahrscheinlich auf jeden Fall, weil du guckst ja zu ihr gerade und applaudierst und dann kommt diese Hand, hebst sie hoch. Du siehst sofort, wie durch diesen Druck ihre Augen komplett wegklappen und sie in ihrer Hand total erschlafft im Grunde. Sofort. Lilith, du bist noch mit ihr beschäftigt. Ich setze mir mal ganz kurz aus, denn du wendest dich ja ihr zu, du wirst das nicht sehen. Mara. Also Betty, ne? Ja, genau, Betty. Doch, mit Betty. Lässt, ja, mit Betty, genau. Währenddessen kommt natürlich Marie auf dich zu und du willst sie einfach zustechen lassen? Ja. Ich halte ihr sogar meinen Hals hin. Ja. Kommt auf dich zu, der Hals macht sie nicht, aber der traut sie, also sie überlegt das, aber du siehst, sie, ja, das tatsächlich, du siehst, dass dieses unschuldige Mädchen, was sie ja nun mal ist, und ihr gerade dazu verleitet wird, sie abzustechen und sie will das, in dem auch, weil sie wirklich Angst vor dir hat und keine Ahnung hat, was du ihr antust und tatsächlich, zweites Mal in diesem Abend, sie sticht dir in den Bauch. Wehtun tut sie ja trotzdem, ne? Ja, total. Wie viel Schaden macht mir das? Ein oder ein zwei? Ein erstmal, genau. Okay, ja. Aber du kannst auch nochmal in den Abgrund blicken, bitte. Das ist mit düster, ne? Ja, und wenn... Warte, sag mal, was du hast. Oh, das ist eine 12. Eine 12, sehr gut. Wenn ich mir das Ergebnis überlege, kommen wir einmal kurz zu Thea. Was tust du? Ja, ich sehe ja, dass Doris ohnmächtig wird. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich stehe da und lächle. Guck mir das an. Ihr seid ein Haufen, ja. Ihr seid alle Wahnsinn. Wir embracen gerade unser dunkles Selbst und unser Monster in uns alle irgendwie. Hallo. Mara, du spürst dieses Messer, was doch länger ist, als du im ersten Moment dachtest, als es dann wirklich in dich stößt. Also der Schmerz ist schon wirklich, wirklich atemberaubend. Und du siehst den Morgen, du siehst und hörst Lachen
siehst irgendwie eine Zeitung oder irgendwas und siehst, es ist der nächste Tag. Mhm. Ist alles fröhlich. Du hast irgendwie noch Klaviermusik im Ohr und du spürst Frieden. Der morgige Tag wird friedlich sein. Aber du weißt eins, nicht für dich. Dein Kopf merkt, es ist so viel passiert. Es gab Tote, es gab... Mara hat keinen Frieden. Aber die Schule am morgigen Tag, irgendwie Friede, Fröhlichkeit. Kann ich ihr Messer nehmen und es mir selber in den Hals rammen? Dann mache ich das nämlich mit dieser Erkenntnis. Ja. Außerdem hört dann der Schmerz auf. Okay. Mach das. Also das ist, sie hat bestimmt die Hand dran, ich nehme es einfach und schneide mir mehr oder weniger oder ramse mir halt irgendwie den Hals und wieder raus vor ihr. So ist mir, es ist an dem Punkt wirklich. Mhm. Bevor wir als übernächstes zu Lilith kommen, ist jetzt der Moment, dass auch Zoe, du merkst, jetzt kommt dieser Moment. Du merkst, das, was du gerade machst, das geht nicht mehr. Es ist blockiert in dir. Was passiert bei dir? Ich bin noch in meinem dunklen Selbst und kann das gerade nicht ausnehmen. Nee, genau. Kann auch sein, wie gesagt, dass es dich rausbringt. Das ist deine Entscheidung, wie das oder ich ob es dich. Würde ein wirklich wütendes Geräusch, also quasi wirklich ein frustriertes, wütendes Krollen. Also so und danach laufe ich einfach raus, ich springe wieder raus aus diesem Fenster und laufe quasi in die Dunkelheit und hau einfach ab. Lilith, du kriegst Folgendes mit. Ich fasse zusammen, was da. Du drehst dich wieder um, sie ist beruhigt, sie hat dich irgendwie leicht angefasst und ist alles gut. Ich weiß auch nicht, was los war. Und dann drehst du dich um und du siehst, wie Doris schlaff am Boden liegt oder gerade zu Boden fällt. Zoe quasi diesen Schrei ausstößt raus. Du blickst dich weiter um, siehst Thea lächeln. Drehst dich weiter um, siehst, wie Mara gerade der völlig überforderten Marie, die da gerade irgendwie das Messer noch in ihr drin steckt mit Maries Hand, die zittert wie Espenlaub. Mara schnappt sich dieses Messer einfach, zieht es aus ihrem Bauch, was wahrscheinlich auch ein... diesen Blutstrahl wurde gehört und stößt sich dieses Messer in den Hals und sagt wahrscheinlich auch sofort oder mit Röcheln. Also es kommt ein Schwall Blut raus und dann sag ich natürlich, das dauert nicht lang. Nee. Was tust du? Also ganz im Ernst, ich glaube, ich muss den Abgrund blicken, weil ja. Mein Gehirn macht im Grunde gerade mach mal cool bleiben, bitte. Okay. 5. Okay. Ups. Und nur fürs Protokoll, ich lächle dann natürlich nicht mehr und stürme dann zu Mara. Ich wollte nur die ganze Zeit ja, abwarten, weil ich niemanden unterbrechen wollte. Aber ich wollte es nur sagen. Du blickst dich um und du zitterst wahrscheinlich wie Espenlaub und dann hörst du hinter dir diesen Schrei. Du hast mich belogen! Und dann stürzt sich Betty von hinten auf dich drauf und wirkt dich mit beiden Händen von hinten und schmeißt dich zu Boden und liegt oben auf dir drauf und wirkt. Du, Thea, läufst zu Mara, was machst du? Oder nee, warte, du läufst zu Mara. Mara, kriegst du irgendwie 2, 3 Worte, würdest du rauskriegen? Wenn naja, so halb röcheln, also wahrscheinlich halb so röcheln. Blubber, ja. Mit Blubber mit meinem Mund voller Blut, das irgendwie da so hochkommt. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich stürze halt nur so und habe eine Hand darauf deine Kehle und ich sag dann nur zu dir so, ich bleib immer bei dir. Ich mach deine Hand weg. Lass einfach passieren. Du kannst nicht machen. Ja, ich halte sie im Arm und. Oh Gott. Ihr blickt euch um, also Lilith nicht, aber wahrscheinlich ist die Einzige, die sich noch umblicken kann, Mara, Thea. Die anderen haben alle irgendwas zu tun gerade. Und tatsächlich steht da deine Urlaubsliebe.
im Zimmer. Oh, scheiße. Ich verzichte jetzt mal auf, er kam aus Spanien, ne? Verzichte jetzt mal auf spanischen Akzent. Aber. Wir haben ja entgleiten aber alle Gesichtszüge. Habe ich es nicht gesagt? Er guckt so zu diesem Zweikampf. Du kannst währenddessen mal tatsächlich versuchen, abhauen, Lilith. Auf was? Ach, du kriegst. Reitbar, du kriegst übrigens einen Schaden, habe ich eben vergessen. Schon wieder. Achso, oh, wie viel hast du? Einen. Also einen hast du. Ja. Also, ach ja, du wusstest ja. Zwei. Okay, oh, okay, ja. Auf was muss ich? Reizbar. Auf reizbar. Neun. Du musst folgendem entscheiden: Du gerätst in etwas Schlimmeres, du verursachst eine große Szene oder du lässt etwas zurück. Ich lasse etwas zurück. Okay. Das heißt, du schaffst es irgendwie, dich loszureißen und bist aber auch immer, bist ja in Panik, hast ja cool bleiben auch nicht geschafft und würdest auch erstmal, du kennst dieses Haus ja gut, du hast da bestimmt irgendeinen Safe-Spot, wo du hochrennst oder erstmal, du musst ja erstmal einmal weg. Das ist so dein. Mhm. Was du zurückbleibst, sehen wir gleich. Was tust du hier? Was tut ihr hier? Ihr tut das, was ihr immer tut. Ich habe Mara die ganze Zeit so im Arm und wieg sie so. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ihr seid ist immer tot. Ja, ich guck ihr seid um. Ist der Abgrund, ist Blut. Ich hab's erst nicht glauben wollen, weißt du, aber mir wurden Beispiele erzählt. Zum Glück gibt es Leute, die mit Leuten wie mir reden, die in euren Bann geraten sind, die euch vertrauen, die euch glauben, die euch vielleicht sogar lieben. Wir haben uns nur ein paar Tage getroffen, aber ich war so verliebt in dich. Das, was bei dir ist, ist Kälte. Was hat sie da getan? Sie hat sich selber abgestochen. Ihre Freundin beruhigt. Und die andere, sie will ermorden, töten. Ist wütend, obwohl sie ihr nur ja, ich weiß auch nicht. Diese drei hier. Sie guckt Marie an. Die da ja liegt und sich gerade hochkämpft. Könnten tatsächlich in mir den Glauben wecken, dass man am Anfang etwas Gutes tun möchte. Vielleicht kommt es auch erst später, das Böse. Aber ihr. Du siehst eine kleine Träne, die ihm herunterläuft. Doch nur Hass. Ich hab dich mal geliebt. Da kommt sein ganzes, das sagt sein ganzes spanisches Charisma in diesem Satz. Möchtest du was tun? Ja, ich lege Mara sanft beiseite und stehe dann auf. Mhm. Hab auch so Blut an den Händen und ich sag dann zu ihm, ich glaube, du hast recht. Ich blicke mich um. Das du hast ihn, recht. Das bringt völlig aus der Fassung. Ja. Marie läuft schreiend in die Richtung, in die Lilith verschwunden ist. Aber auch eher panisch schreiend. Währenddessen draußen, ja. Zoe, was machst du? Ich würde schauen, ob ich tatsächlich wenigstens noch meine Wut ausleben kann, indem ich meinetwegen einfach sehr lange auf irgendeinen Baum einprügle. Ja. Und ja, außerdem habe ich eine sehr angepisste Nachricht zurückgeschrieben. Du kannst ja dich. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass du dich aus dieser Situation selber. Hast du schon Schaden? Nein, also doch, ich habe tatsächlich vom letzten Mal einen Schaden, ja. Das heißt, dass du merkst, du kannst diesen Schmerz in diesem Moment besiegen, indem du dir selber wehtust. Gut, dann mache ich einfach genau das. Ja, rennst du, ja. Das heißt, du kriegst mindestens noch einen Schaden tatsächlich. Ja. Und sitzt dann damit wirklich, ich weiß nicht, ob die Hände wahrscheinlich, eine Hand ist vielleicht sogar gebrochen oder die andere Hand ist schwer geprellt und dann kannst du.
ich will halt eigentlich versuchen, irgendwie rauszukommen aus diesem aus diesem Gefühl, weil ich weiß, ich muss zu den anderen zurück. Ich weiß, ja, das schaffst du dann. Dann ist das quasi der, nehmen wir mal an, du magst dich. Hast du dir so lange Schaden zugefügt? Du hast noch was zu erledigen. Nein, ja. Du kommst da so raus in diesem Fall, ja. Aber du bist wirklich... Ja, vielleicht ist die Nachricht, die ich geschrieben habe, auch Teil des Rauskommens aus der Sache. Ja, also gehst du langsam oder schnell zurück? Möglichst schnell danach. Also nachdem ich dann, also ich habe dann eine gebrochene, blutige Hand und versuche aber möglichst schnell wieder zum Haus zurückzukommen. Kann ich denn, während ich Mara beiseite gelegt habe, so sanft, so Rücken zu ihm gedreht, das Messer mir so hinten in den Bund geschoben haben, während ich dann jetzt aufstehe und so mit den blutigen Händen so auf ihn zugehe? Ja. Und ich sage dann, du musst mich aufhalten. Ich gehe weiter auf ihn zu. Wie können wir das aufhalten? Und ich sehe halt verzweifelt aus. Ich versuche aber nur nah an ihn ranzukommen. Ja, du siehst aber seine Emotionen, die hochkochen. Und er will wieder lieben, aber er kann nicht. Mhm. Und sodass er dich sehr nah herankommen lässt, ohne überhaupt irgendwas zu tun. Und dann sagen, wir müssen euch alle töten. Ihr könnt nicht anders, es ist euer Wesen. Wer sind denn Sie? Kann ich dir nicht sagen, du würdest... Es geht nicht. Der Tod kann dich heilen. Du bist gekommen, um mich zu töten, ja? Wollte dir eine Chance geben? Gibst du mir noch eine Chance? Er dreht den Blick ein bisschen und guckt die Mara an, wo sich langsam die Wunde schließt. Also erst die Bauchwunde, die war ja die erste, aber jetzt auch ganz langsam diese Halswunde. Die wird es nicht. Wird mir keine Chance geben. Was willst du denn jetzt machen? Ich versuche jetzt so ein bisschen rauszuschieben aus dem Raum. Ich hole ein langes Messer. Wir werden ihr den Kopf abtrennen. Irgendwo eingraben. Das soll funktionieren. Ich bin gleich wieder da. Packe ich ihn und dann ziehe ich das Messer. Ich ramse ihn wirklich unten in den Unterleib. Ja, dann mach mal austeilen, bitte. Ja. Ja, eine 4 auch immer. Okay, also das ist auch übrigens der Moment, wo Zoe wieder reinkommt, wo das alles passiert. Lilith, ja. Du fasst dich auch wieder. Dauert noch eine Szene, dann bist du auch wieder da. Mara ist kurz davor, dass sie diesen Moment hat, aber du willst zustechen und ich glaube auch so halb von hinten, ja, in dem Moment, wo er sich umdreht. Aber du siehst aus den Augenwinkeln, als du zustichst, er wusste genau, dass du das machst. Er dreht sich weg, sagt, ich wusste es, du Schlampe. Und das ist jetzt aber wirklich der Moment, wo du tatsächlich nochmal ins Dunkle selbst auch gehst. Ja, dann... Das heißt ja... Ich will ihn verfluchen. Genau. Und allen anderen bist du, ich mit jemandem Frieden schließt, aber nur Leuten ja, die dir dumm kommen. Ne? Dann würde ist auch ich... eine wirklich super Formulierung. Ne? Du verfluchst alle, die dir dumm kommen. Ja, aber dann greife ich auch so nach vorne und fange dann auch an und... wieder, aber wirklich wieder mit Effekten. Also ich nichts Subtiles. Das Licht wird dunkel, meine Augen werden schwarz und ich lasse ihn vor meinen Augen verwelken am liebsten. Also mit so viel Kraft, wie ich kann. Okay. Wenn das Messer nicht reicht, dann so. Ja, du siehst in dem Moment, wo das anfängt, siehst du schon die Panik, weil er genau weiß, was du wahrscheinlich kannst oder ihm gesagt wurde, was du kannst und deine Augen sind wahrscheinlich auch noch pechschwarzer als sonst.
Und Mara, du kommst zu dir. Zoe kommt wieder in die Tür und auch Lilith schleicht sich wieder in die Tür rein. Er, innerhalb von wenigen Sekunden, zerfällt er vor euch. Und sieht vielleicht Mara als erstes oder nee, Thea auch. Thea merkt das an der Hand. Deine eine Hand ist alt geworden, älter geworden. Stimmt, 30, 40 Jahre an Alter gewonnen. Und normalerweise würde ich selbst geschockt sein, aber nicht, wenn ich in meinem dunklen Selbst bin. Deswegen. Aber es ist ja trotzdem so, also normal, wir hatten das ja auch schon mal, aber du bist ja trotzdem du selbst, ne? Nur halt, wenn ich jetzt jemand anpisst, dann kriegt das richtig mit dir zu tun. Ja, und so steht ihr da. Ich habe den gerade noch quasi erkannt als den Typen, den ich als einen der Kultisten in meiner Vision gesehen habe. Ich wusste ja nicht, wer es ist. Ich habe ja die Unterhaltung nicht mitbekommen. Das heißt, ich komme rein, sehe ihn, erkenne ihn und in dem Moment bringt sie ihn quasi um und ich denke, puh, gut. Ein Problem weniger. Oh Gott. Lilly ist... ja, okay, Maras Gedanken sind auch nicht viel anders. Also ich will es erstmal... Ja, klar, komme ich schon wieder da drin. Ah, kein Frieden für mich und so. War ja angekündigt. Lilith? Ich gucke über Zoes Schulter. Also ich komme ja wohl auch wieder zurück über die Tür. Oder? Ja, du bist auch wieder drin. Dann, also ich bin schockiert. Ehrlich gesagt, über dieses Ausmaß an Gewalt. Und würde mich eher so ein bisschen verängstigt an Zoe klammern. Ja. Steh auf und nehme, wenn ich mich dann gefangen habe, und nehme Thea in den Arm. Ja, ich lege den Arm um Lilith und ziehe sie schützend an mich. Ist alles okay bei dir? Ich krieg nicht so richtig Luft, aber sonst schon, ja. Und ich nehme Theas gealterte Hand, küsse sie, streiche ihr über die Wange und sage, du bist magisch. Das ist übrigens der Moment, wo unbemerkt von euch und völlig nicht interessiert, Doris ihren letzten Atemzug tut. Oh, shit. Während ihr da steht, völlig verlassen und verängstigt, vielleicht einmal so in zwei Worten eure Emotionen oder drei. Lilith, wie fühlst du dich gerade? Entsetzt. Ich glaube hauptsächlich entsetzt und erschrocken, fertig, also ich bin, glaube ich, hauptsächlich entsetzt. Mara? Also, neben all dem der Aufgewühltheit und dem Existenzschmerz, den ich ja sowieso immer empfinde, habe ich aber auch so starke Gefühle für Thea wie noch nie zuvor und bin vielleicht auch ein Ticken angetörnt von ihrer Macht. Vielleicht nur ein bisschen mehr als nur ein Ticken wahrscheinlich, probably. Thea? Mächtig. Und er hat mich für alles gehasst, was ich kann. Und sie liebt mich für alles, was ich kann. Also ich bin super selig. Vielleicht sogar für alles, was du bist. Nicht, was du kannst, was du bist. Ja. Zoe, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen quasi Abscheu vor mir selber und dieser Peinlichkeit, dass die anderen mich in diesem Zustand gesehen haben. Gesehen haben, wie ich bin, wie ich sein kann. Bin tatsächlich froh, war jetzt dankbar, dass Lilith sogar Nähe gesucht hat, statt, wie es sonst immer alle getan haben, in der Vergangenheit von mir zurückzuweichen dadurch. Das heißt, das ist jetzt gerade, dass sie an mich ziehen, ist jetzt auch nicht nur ein, ich beschütze sie, sondern ich bin auch gerade froh, dass ich jemanden bei mir halten kann. Und ansonsten ein bisschen natürlich aufgewühlt über die Situation, aber ich glaube, es hat das, was hier tatsächlich gerade passiert ist, auch die Menge an Tod, die wir jetzt miterlebt und mitverursacht haben, ist noch nicht eingesickert. Ich denke zu sehr quasi darüber nach, wie ich wieder war und dass ich quasi wieder weg muss, als dass ich kapieren könnte, dass wir hier gerade ein, beziehungsweise mit Doris sogar zwei Menschenleben ausgelöscht haben. Wir machen eine kleine Kamerafahrt, beziehungsweise wir sind über der Schule
Und man, wenn man so über die Flure gehen würde oder an diesem Abend, wo ihr im Wald seid, hört man aus manchen Zimmern Schluchzen, Weinen. Man spürt im Grunde diese Unsicherheit, diese Ängste. Man hört Lehrer reden untereinander, was denn hier los ist. Und das ist alles, ja, bedrückend. Und dann sind wir im Büro des Rektors und man sieht eine Hand, die eine Akte aufschlägt oder beziehungsweise zuschlägt. Und man sieht den Namen von Mara auf dieser Akte. Er legt sie auf eine andere Akte mit dem von Thea und öffnet eine dritte Akte von Mara. Und wir sind in einem anderen, ja, ist das ein anderer Raum mit ganz vielen Monitoren. Und auf einem Monitor sieht man tatsächlich, es muss eine Drohne sein, die vor einem Fenster schwirrt, wo gerade ihr Mädchen stehen und zwei, eine am Boden liegt, nämlich ihr. Das heißt, ihr werdet in dem Moment von irgendwas Elektronischem gefilmt gerade. Aber man sieht nicht, wer das macht. Ihr seht nur auf einem dieser Monitore seid ihr, auf ganz vielen anderen sind Schulgänge und alles drauf. Also der hat da bestimmt 6-7 Monitore auf seinem Schreibtisch stehen. Und wenn man jetzt wieder durch den Gang der Schule fährt, so ein bisschen später, vielleicht geht langsam der Morgen auf oder die Sonne kommt am Horizont hoch. Man merkt schon in der Schule die Stimmung, die ist besser geworden auf einmal. Also man hört aus einzelnen Zimmern vereinzeltes Kichern, sind wieder irgendwelche zusammen und man hört Lachen und gute Laune, aber noch nicht so viel. Und dann sind wir wieder im Büro des Rektors und der nimmt jemand diese Akten von eben in die Hand, geht damit zu einem Safe, der hinter einem, wo man vielleicht sonst denken würde, ist doch ein Bild, macht diesen Safe auf und da sieht man die Akten von Lilith, Mirella und Paris liegen in diesem Safe und er legt die Akten da drauf, macht die Tür zu und jetzt hört man aus einigen Zimmern wirklich schon richtiges Lachen. Also wirkliches Lachen. Die Laune ist richtig gut, die Sonne geht langsam auf und man sieht einen Mann am Klavier sitzen im Büro des Rektors. Ja, hat ein Klavier, der steht da schon immer drin, der spielt diese Melodie. Man hört den Rektor sagen, das darf niemals wieder so außer Kontrolle geraten, hören Sie? Niemals wieder. Und die Sonne geht auf, die Klingel der Schule läutet und überall kommen mit ihren Schultaschen die fröhlichen Kinder aus der Schule, laufen in die Klassenräume, man macht High Five, es ist alles gut. Auch ihr werdet dabei sein, allesamt, alle 8. Aber ihr seid nicht fröhlich, denn ihr habt die scheiß und schlimmste Nacht eures Lebens gehabt. Und eine Tür geht auf in irgendeine dunkle Abstellkammer. Man hört Jauchzen, Sportunterricht hat begonnen. Und irgendjemand geht langsam in diese Kammer, man sieht nur Füße. Und da liegt ein, ja, es ist, glaube ich, ein Junge, aber man sieht ihn nicht so richtig, es ist sehr dunkel. Und er nimmt diesen Jungen, der da tot am Boden liegt, und zieht ihn an den Füßen aus dieser Kammer raus am nächsten Tag. Und man sieht nur am Oberkörper, der frei ist, kreidebleich.